Have a seat here. I'm very pleased to ask the panelists now to up to the stage. Dr. Daderi, please, would you come up to the stage? And where is Wael Sawa? Right now. Come on. Thank you very much. So, do you have your... Fantastic. I guess that's been pretty much of a tour de force here. Actually, just to remark this, I'm very pleased. For those who do not like to read it in English, IP will publish Robert Malice and Hussein Agha's piece in the next issue of that will come out in January, so if you would like to read it. Now, after we've been talking so much about Syria, I'd really like to... Deutsch natürlich, wir müssen natürlich jetzt völlig umschalten. Möchte ich wirklich sehr gerne auf eine der Forderungen zurückgreifen, die gerne aus der Region kommen und sehr nachvollziehbar sind, nämlich nicht über Syrien zu reden, sondern mit Syrien zu reden. Wael Sawa, Sie sind Journalist, Autor und politischer Berater der syrischen Liga for Citizenship in Damaskus. Und die große Frage war natürlich jetzt, oder die große Forderung ist, auf der einen Seite die nach einem Eingriff in Syrien, nach einer Herstellung von politischer Ordnung. Aber es geht natürlich darum, eine Einigkeit zu erreichen innerhalb der syrischen Oppositionsgruppen. Wahrscheinlich werden Sie diese Antwort schon oft gehört haben. Wir würden ja gerne etwas unternehmen, wenn wir nur wüssten, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Also deswegen meine Frage an Sie. Wie wahrscheinlich ist es, dass es da eine Einigung gibt der unterschiedlichen Oppositionsgruppen, die sich jetzt getroffen haben? Und wie sehr, welche Forderungen, welche Ziele werden denn da überhaupt formuliert? Und ich werde Ihnen natürlich dann selbstverständlich, je nachdem, wie wir hier weitergehen mit dem Panel, auch noch vorstellen. Also, welche Forderungen werden im Zusammenhang mit Syrien formuliert? Wo soll es denn hingehen? Well, thank you very much. Well, this is a very, very interesting question. I think you asked it in 30 seconds, but it's very difficult to answer it, actually. Well, let me put it this way. There is no hope that the Syrian opposition is united if things were given or were let to them. I don't see or foresee the different factions of the Syrian opposition meeting in Doha or any other place and having an agreement if this is only if it was left to them. What happened in the past 2 days in Doha is that the Syrian National Council met, and we see now a deep structural change in the National Council. We have now a almost purely Islamic leadership to the council. Many secular faces that have led the past period in the National Council either retired or left or resigned or now did not decide to run the elections. And we will see that the entire discourse of this entity will definitely change soon. The opposition that likes to call itself the internal opposition, represented by the Syrian Commission, the Syrian Coordination Commission, the National Coordination Commission, is not making any effort in order to make a compromise with the external opposition in order to get together under one umbrella. And we have many other smaller, these are the major two groups. We have many, many other smaller groups
on which actually we have, I personally have little confidence and little hope, either because they do not have influence, or because they have strange agendas that do not really serve the Syrian nation and the Syrian people. However, what we are now, what we might see in Doha today or tomorrow is a new initiative that is initiated by some Syrian parties, but supported by the United States and the international and the West in general. If this initiative wins, if this initiative can be really supported, that will be the only hope for the Syrian people in order to make a step forward das towards ein unity. Großes Wenn. Sorry? Das ist ein großes Wenn. That's a big if. It is a very big if, yes. It is a very big if. Because many major groups have decided not to attend or to boycott or even not to respond positively to this initiative. Ich möchte gerne meinen Panelisten zu meiner Rechten hier vorstellen. Dr. Abdul Mawgud Daideri, der Mitglied des ägyptischen Parlaments ist, Mitglied der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei in Kairo. Schön, dass Sie heute Abend da sein können. Herr Daideri, wenn Sie vorhin zugehört haben, und das haben Sie natürlich, den beiden Keynote-Speeches, dann müsste Ihnen aufgefallen sein, dass es da zwei sehr unterschiedliche Einschätzungen Ägyptens gibt. Die eine Einschätzung heißt, Ägypten ist gerade dabei, seine Rolle in der Region wiederzugewinnen. Und die andere Einschätzung ist, selbstverständlich spielt Ägypten eine Rolle bei den vier Staaten, die jetzt versuchen, eine Art von regionaler Ordnung herzustellen. Iran, Ägypten, Türkei und Saudi-Arabien natürlich. Aber eigentlich ist Ägypten zu sehr mit den eigenen Problemen beschäftigt. Und nun meine Frage an Sie. Es gibt seit etwas über einem halben Jahr eine neue Regierung. Es hat alles von Anfang an neu beginnen müssen innerhalb Ägyptens. Sie sind in einer Situation, in der Sie noch nicht so richtig eingeführt worden sind in das, was eigentlich vorher Außenpolitik war. Das heißt, der Zugang zu Wissen, zu Informationen, der vorhanden sein muss. Und dennoch müssen Sie Vorstellungen entwickeln, wie Ägypten beitragen kann, eine regionale Ordnung herzustellen. Wie wird denn darüber in Ihrer Partei nachgedacht? In welche Richtung wird es denn gehen? Was kann Ägypten überhaupt beitragen an Ideen zu dieser regionalen Ordnung? Aber, und das ist ja dann immer die spannende Frage, auch an Ressourcen, um zu dieser regionalen Ordnung beizutragen. Let me first thank you for inviting me. It makes me very optimistic for a better future, not only for Egypt and Europe, but for the Arab world and for the Muslim world as well, and European. I understand there are extremist forces on both sides are interested in repeating confrontational history. On our part as a Freedom and Justice Party, we're looking for a better course, for a course of cooperation, course based on mutual understanding and mutual respect between Egypt, the Arab world, and the Europeans or the Western in general. It's a very challenging moment in history, and it is very important for us to be able to overcome the confrontational attitude as long as we live under siege, as long as we have fear of the other, it is likely to be creating the self-fulfilling prophecy that they versus us. And it keeps that binary opposition. And the challenge for us now is how to break that dichotomy so that we start talking of what we, all of us as human beings, can move forward. This is just a general statement to make at the very beginning. Now, concerning the capacity of Egypt. Egypt, in that transitional moment in its history, is trying to strike the right balance between its capacity and its inspiration. Egypt, in the Egyptian memory, always have had a leading role in that part of the world. It is the largest Arab country, and it always enjoyed in all its different histories
So there is this historical memory within Egypt in relationship to countries like, for one name that I didn't hear in the two keynote speaker, Syria in the history, in the memory of the Egyptian, is known as part of Isham. And Isham refers to Syria, Palestine, Jordan, and Lebanon. Historically speaking, this connection was always there. And in the historical memory, in time of conflict, in time of crisis, Isham and Masr, Egypt and Isham, usually come closer to one another. And now, when we're looking at the major players in the Syrian conflict, we'll find Iran, Saudi Arabia, Turkey, and Egypt. Egypt has a different role than the other three. It has, in fact, a unique position because Egypt is not supporting any particular group within Syria, is not arming any particular group within Syria. Egypt is one of the few countries that can talk to Saudi Arabia, Iran, and Turkey, and to try, even Hezbollah in Lebanon, and to try to create a platform, Egyptian forces, Egyptian ideas, Egyptian link, especially the Freedom and Justice Party or the Muslim Brotherhood of Egypt and the Muslim Brotherhood of Syria, have this inclusive attitude, this moderation of understanding Islam and also understanding the role that Islam can play in the future. Maybe on the short term, a strategy. Egypt may not have a lot to offer. But in the long term, Egypt can offer a lot, especially we made what we don't like to call it upheaval, we'd like to call it Egyptian revolution. We made it earlier, we made lots of mistakes, and we achieved lots of great goals. We've had the first election for the past hundreds of years. Egyptians had the right to elect their own president in fair and free election. We're writing the Egyptian constitution. The Egyptians, first time in history, are writing their own constitution. So we're developing experience, field experience, that can really help in the long run once the things can change and things can move in the right direction. Vielleicht darf ich da gleich mal nachhaken, denn es geht ja um was ganz, ganz Grundsätzliches. Und ich komme dann später gleich nochmal auf Soli Özel, der das ja in seiner Keynote angesprochen hat. Ganz grundsätzliche Frage an Sie, Wael Sawa, und auch Sie, Herr Daderi, die da heißt, wenn man sich Gedanken machen will als Mediator, der vielleicht nicht so viel Ressourcen beizutragen hat, aber einiges an Ideen, und es wird auch darum gehen, welche Rolle Islam in dem Gefüge haben wird. Worum geht es denn eigentlich? Geht es darum, dass man tatsächlich das Staatsgefüge erhält in Syrien? Geht es darum, dass man, welche Art von Gefäß hat man überhaupt, um das zu erhalten? Geht es also auch darum, dass man überhaupt erstmal staatssichernd tätig ist und guckt, dass Syrien nicht womöglich zerfällt und zu einem Failed State wird? Herr Sawa, wie groß ist die Gefahr, dass das passieren kann und Syrien tatsächlich zerfällt? Wie groß wäre dann umgekehrt die Chance, dass man dieses, was Soli Özel das koloniale Gefüge genannt hat, dass man dieses Staatsgefüge überhaupt erhält, wenn man sieht, dass die Opposition eigentlich sich nicht so richtig einigen kann? Well, the ultimate goal, of course, is for the majority of the Syrian people, the ultimate goal is overthrowing the regime and having a democratic state. Well, this is a slogan, a motto that at least, I would say, 65 to 70% of the Syrian population agree on. Now, some go to the left, some go to the right, some support the regime. I must admit that there is a good portion of the Syrian population who support the regime, and there are other portions that go to the extreme left or right, name it whatever you want, and they want an Islamic state and a fundamental religious change in the country. But the ultimate goal is overthrowing the regime and having a civil democratic state. Now, what if the opposition doesn't get united? As I said, if it was
led to the opposition, there's no way that they get united. So in here, the international community has to play a role. And why does the international community have to play a role? Because the international, let me say it clearly and openly, the West has to play a role. And why the West has to play a role is because the West has always played a negative role, and now it is about time that it corrects its mistakes. As Soli has said, the West supported Mubarak, the West supported Hafez al-Assad and Bashar al-Assad, the West supported all the dictator regime in this region, and now it's time that it corrects its mistakes. So we have now, there is a role that needs to be done regionally and internationally. I'm sorry as a Syrian to say that. I mean, I'm proud of being Syrian, but I'm sorry that I have to say that things have to be done at the regional or at the international level. Herr Daderi, da muss ich Sie noch mal gleich nachfragen. Ich muss gestehen, ich bin da immer etwas verwirrt. Denn die ersten Botschaften, die auch im Zusammenhang mit den Arabellions kamen, war natürlich, jetzt nehmen wir endlich mal nach der langen Unterstützung für die Diktatoren unsere Dinge selbst in die Hand. Wir müssen das selbst gestalten. Und dann höre ich aber immer wieder, der Westen hat jetzt eine Rolle zu spielen, der Westen, der jetzt gerade eigentlich als die Kolonialmacht auch porträtiert wurde, die für einen Großteil dieser Probleme zuständig ist. Wobei, da können wir gleich, Herr Özil, vielleicht nochmal drüber reden, ja, wenn man will und aus der Sicht von arabischen Nationalisten des Beginn in den 20. Jahrhunderts auch durchaus das Osmanische Reich hätte als Kolonialmacht verstanden werden können. Also jetzt nochmal ganz konkret, wo auch von ägyptischer Seite soll denn dann Europa eine Rolle spielen? Und das ist selbstverständlich eine Frage, die ich dann später den Europa vertretenden Panelisten stellen will, Herr Reinicke, nur noch schon mal gleich dazu. Was ist denn dann gewünscht in einem Zusammenhang mit einem ganz offensichtlich sich zu einem Bürgerkrieg entwickelnden Konflikt, in dem überhaupt nicht auszumachen ist, wer mit wessen Hilfe wofür eigentlich ganz genau kämpft und zu welchem Ziel, außer dieses Regime zu stürzen? D'accord, soweit. Aber was soll danach kommen? Das ist ja nicht ausgemacht. Also wo soll denn der Westen da tatsächlich in irgendeiner Weise hilfreich sein? Let me state clearly that many in Egypt, and I'm one of them, consider the Egyptian revolution as the beginning of the end of colonialism. So colonialism is still not over yet. It is going to be over once Egyptians decide to make their own future the way they want. And that requires a paradigm shift from the European side. If the Europeans would like to help in business as usual, we have two challenges here. On the Egyptian and Arab and Muslim side, we have an inferiority complex, and we have to get rid of it. There is this assumption that Europe or the Western world has a superiority complex, and it has also to get rid of it. Only if we succeed to make both of us make that paradigm shift and base our future relations on this mutual understanding, mutual respect, and mutual interest, we're not going to move forward successfully. People in Egypt are very confident in producing an alternative that fits the Egyptian people. I was just in a meeting in where I come from, where I represent a city called Luxor. And I was in a meeting, about 500 people in a small city called Isna, and we're discussing the constitution draft. Aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit Syrien zu tun. That doesn't have much to do with Syria. See, was ich gerne von Ihnen wissen wollte, und jetzt darf ich vielleicht die Frage nochmal an Soli Özil stellen. Wir diskutieren das ein bisschen so, als wäre in einer Großküche, die wir mal die Region nennen können, an einem Herd ein unglaubliches Feuer ausgebrochen und nun diskutieren wir darüber, wer dieses Feuer ursächlich in Gang gesetzt hat und ob wir nicht mal unsere Sprache ändern sollen. Und ob wir, also das heißt, wir führen im Grunde genommen eine philosophische Diskussion, während ein Konflikt auf die Region überzugreifen droht.
korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber der Konflikt in Syrien mit all denjenigen, die involviert sind, von der Hezbollah über Iran, über Katar, über westliche Waffenlieferungen, kann sehr wohl auf Libanon übergreifen, der kann sehr wohl auf Jordanien übergreifen, der kann sehr wohl auf Irak übergreifen, und das wäre nun eine Situation, die wir uns alle nicht wünschen wollen. Also jetzt nochmal, auch gerne nochmal eine Frage an Soli Özil. Was sind die unmittelbaren Feuerlöschaktivitäten in dieser Großküche? Gerade für die Türkei, auch wenn die Türkei vielleicht nicht gefragt ist, aber die Türkei ist ja nun der Staat, der am unmittelbarsten betroffen ist. First of all, I mean, being in Germany, we could not avoid trying to become philosophical. But you asked a very practical question. And you're for a German, I know. And you asked a very practical question, and indeed, as I tried to suggest in my already too long talk, Syria is much more than Syria itself. It is not just about Syria's domestic ordering, but it is about regional order. And the fact of the matter is that great powers, first of all, disagree on what needs to be done. And regional powers are in no mood to listen to big powers either. For instance, I don't think the Saudis are necessarily listening to everything that the United States would demand of them. Even Qatar would not be doing that. Therefore, at several levels, you have disagreements. And so long as Syria remains a cauldron only for the Syrians, nobody seems to care all that much. However, in my judgment, you're absolutely right. There are already 250,000 refugees in Jordan. There are probably about 120, we'll just say 103, but 100 and, let's say over 100,000 refugees in Turkey, and God knows how many in Lebanon. And if Syria implodes totally, there is no way a country like Jordan can actually will not be overwhelmed by it, or Lebanon will not be overwhelmed by it. And that means the end, Iraq is going to be affected by it. I mean, all those jihadis that Bashar al-Assad used to send to Iraq are now back fighting him. Poetic justice. Sure. But the thing is, we have not yet been able to put in motion the institutional instruments that we have, because China and Russia are on one side, Europe, the United States and others are on the other side. Aber vielleicht darf ich genau hier nochmal nachhaken, bevor wir eine erste Runde von Fragen hier aufnehmen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es ja im Grunde genommen zwei miteinander in Konflikt stehende Linien, die so ein bisschen in Ihrer Keynote aufgetaucht sind. Nämlich verändern wir im Grunde genommen den Diskurs über Kolonialismus. Ich finde, das ist als Historikerin, sage ich, immer prima Sache, sofern es auch noch Selbstreflexion mit einschließt, auf allen Seiten. Und das Zweite ist, verändern wir die Ordnung. Das heißt, die Frage wird sich in dieser Region stellen, wollen wir eine nationalstaatliche Ordnung haben, in denen sich bestimmte Staaten, wenn es denn gut geht und wenn eine gewisse Konfliktbefriedung hoffentlich mal stattgefunden hat, dann aussuchen können, welche Ordnung sie haben will, die umschließt. Man muss mit Gruppierungen umgehen, mit denen man bisher noch nicht umgegangen ist, unter anderem den Kurden. Man muss einen Minderheitenschutz haben, der in einer Verfassung womöglich verankert ist, zum Beispiel Kopten, zum Beispiel andere Minderheiten. Will man sich denn all along in einer nationalstaatlichen Ordnung wiederfinden, wie sie eigentlich mit dem Kolonialismus entstanden sind, oder in einer imperialen Ordnung, wie sie eben mal das Osmanische Reich ist und wahrscheinlich dem arabischen Nationalismus auch nicht so fremd war? Also, das ist doch die Knackfrage für das, was an regionaler Ordnung kommen soll. Und wie würden Sie das denn von türkischer Sicht aus beurteilen? I'd rather leave the Ottoman Empire alone. I would agree. And nothing in what I said even implies anything about the Ottomans. The thing is, I said, I have many questions to which I cannot give answers. Will the state system hold? The fact that those are colonial borders does not mean that they don't have a vitality or a reality of their own. And the thing is, you talked about a kitchen. If there is a fire in the kitchen, then what you've got to do is to extinguish the fire in the kitchen first. Then whether or not you'll make that kitchen a communal kitchen
or just the kitchen for that particular house is the second question. What you want to do first is to make sure that that fire in that kitchen is not going to be putting every other kitchen or every other house on fire. So we've got to work with what we've got. My talk was about the historicity of what's going on as I see it, rightly or wrongly. And then the Syrian issue is now a very concrete thing about regional and world order. And it is because either in the region or in the world, the relevant powers cannot come to an agreement as to how to contain it, that we have this fire. Darf ich noch eine ganz kurze Nachfrage? Wenn wir uns die vier Staaten anschauen, die tatsächlich versuchen, das Feuer in der Großküche zu löschen, also Ägypten, Türkei, Saudi-Arabien und Iran, dann haben wir vier Staaten, bei denen wir sagen, Ägypten hat momentan vielleicht ein paar Ideen, aber wenig Ressourcen, denn es ist hauptsächlich mit den eigenen Problemen beschäftigt. Die Türkei wird gerne mal gefragt, das türkische Modell, aber ich glaube allalong nicht, dass sie die Ressourcen haben, mal abgesehen davon, dass sie NATO-Land sind und da ja immer noch mal die Frage auftaucht, wie weit können sie sich in den Konflikt begeben, ohne Effekt auf die NATO zu haben. Iran hat sicherlich ganz andere Vorstellungen, was die Neuordnung in dieser Region betrifft. Auch das betrifft die sunnitisch-schiitische Konfliktlinie, die es ja nun auch gibt. Und Saudi-Arabien hat auch ganz sicherlich ganz eigene Vorstellungen, hat vielleicht die finanziellen Ressourcen, aber nicht unbedingt die politischen Ressourcen. So, wir haben hier vier Länder, die durchaus zwischendurch mal gerne auch hegemoniale Träume haben und womöglich ihre Vorstellung von Ordnung gerne durch. Wo sehen Sie denn da eine Chance, dass die sich darauf einigen, welchen Schlauch man überhaupt nimmt, um dieses Feuer zu löschen? Those four countries. Again, my colleague said that Egypt is in the best position because it can actually speak to everyone. Turkey just proposed two triangular arrangements: Russia, Turkey, Iran; Iran, Turkey, Egypt, and there was one more I can't remember right now. So everybody is trying to do something because truly, the cost to all the regional countries' populations is just going to be immense. But the fact of the matter is, Turkey is not going to unilaterally attack Syria. I don't think anybody is going to do that. That would be absolutely foolish. And if you look at Turkish policy over the last 20 months, it's this desperately seeking to have multilateral protection if anything is going to happen. It believes an intervention might be necessary, but it's just not going to do it unilaterally. But multilaterally, you cannot get the system to function. The UN Security Council is locked up. NATO is certainly not interested. Arab League is powerless. And here we are. That's why you've got to find a way of bringing the Russians and the Americans together first. Whether or not after the elections in the United States this is possible, we will see. And then get the regional actors to try to bring down the level of support that they give to different groups. Because the longer this thing goes on, the worse it's going to be for the Syrian society. That is, in Iraq we've seen it. Suddenly, whatever made the commons is destroyed as violence continues. That's how I see it. Meine Damen und Herren, nützen Sie bei diesem ersten Segment auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt Mikrofone im Raum. Die charmanten Damen und Herren zu linken und zu rechten. Hier in der Mitte zum Beispiel haben wir eine Frage, ob Sie da mal gleich hingehen wollten und das Mikrofon. Nun nochmal die Gouvernantenermahnung des Abends. Bitte seien Sie kurz und präzise und bitte stellen Sie die Frage direkt an einen der Panelisten. Das macht es nämlich sehr viel einfacher, die dann auch ebenso stringent zu beantworten. Danke. Yes, my question is to Dr. Darderi. I was listening with great interest to your story about the meeting of 500 people discussing the Constitution. I just asked you to maybe finish the story. Thank you. Thank you for giving me a chance to finish the story. That's fine. I was going to finish it anyway. I was just waiting for the chance. Sind Sie gebrieft worden vorher für die Frage oder nein? The reason why I really mentioned that story is I look at it as a better alternative that is designed by the people of Egypt, and that is hopefully
should be designed by the people of Syria. And in fact, the Syrian revolt, the people revolting against the dictatorial regime, it started after what happened in Tunisia, Libya, Egypt, and Yemen. So there is this continuation that is likely, similar steps are likely to be taken in different parts in the Arab world in this regard. And the fact that the people of Egypt can discuss their own constitution without European powers being involved, without the United States being involved, is very telling about the results of what happened in Egypt and in the Arab world. Thank you. Danke. Weitere Fragen direkt hier links. Ja, und dann. My name is Muna Ghanem. I'm from the Syrian State Building Movement inside Syria. I have a very short comments and one question. First of all, I tend to agree, I do disagree with my good friend Wael about the opposition and that the West has to interfere with the opposition. It's clear for everybody that the Syrian National Council has been made by some countries in the West, and it was incubated in Istanbul at the beginning, and now it is in Qatar with the support of different Western countries. So I think it was made by the West countries. The second issue, that the secularism in the council, it was used by the Muslim Brotherhood. It was their strategy to put the secularism personality in the front at the beginning, and now they are very clear about the nature of. Okay, ich glaube auch, wenn die Übersetzung mitkommen soll, dann müssen Sie ein bisschen langsamer sprechen. Okay. You have to talk a bit slower then. Okay. And for, I think now the Muslim Brotherhood are very clear, the Syrian Muslim Brotherhood are very clear in their position in Qatar now. The third thing that I don't think that we can debate whether if you are a political movement incubated in Qatar, if and you are democratic or is? Not. The question is why we need to unify the opposition. Aren't democracy is diversity and multi-parties in the country? Why we need to deprive the Syrian inside Syria from their right to establish a political life and give all the support to the opposition outside? One last comment. I know that I have taken a lot of time. Just please, about the role please, of Egypt. No, please give him the chance to answer, please. Well, thank you, Muna, very much. Muna and I are very close friends, by the way. But we tend to disagree from time to time. And this reflects the situation of the Syrian opposition. I will be very brief, Muna. Let us not deceive ourselves. Let us not cheat ourselves. The Syrian people and the Syrian opposition, under 5 decades of depression and repression and despotism, cannot, in the time being, do things themselves without an assistance. Now, there is a moral responsibility. I'm not begging for assistance. I'm asking for my right. There is the right to protect. It's my right, as it was the Libyan people right, as it was the Yemeni people right. I don't see why there should be positive intervention in Libya and positive intervention in Egypt and in Yemen. And when it comes to Syria, take off your thorn yourself. Solve your problems yourself. We cannot solve our problems ourselves. I'm sorry to say that. So we need. Well, and it's our right. And how about the internal and external opposition? I don't believe in this division. I mean, there are external opposition which are divided into many oppositions, and so is the internal opposition. So it's not a matter of internal versus external. Eine Frage war hier noch hier vorne, bitte schön. So dass wir das Mikrofon, die nehmen wir noch und dann machen wir einen leichten Wechsel hier auf dem Podium. Yes, thank you. My name is Ismail Mait. I'm first secretary of the Jordanian Embassy here in Berlin. And my question, I've heard during the interventions a lot about the Syrian opposition in the Syrian National Council, other subjects, but I didn't hear about the Syrian people. I think that the priority is to stop the bloodshedding. This is a priority.
I didn't hear also what we call giving diplomacy a chance, a political solution. I heard only that President Bashar al-Assad has to go. That is what some people want. But I think that there is a possibility of giving diplomacy a chance, an interim, a mechanism. What do you think about that? Yeah, my question goes to of course, Mr. Wael. Thank you very much. Thank you. Well, thank you very much for this question. It gives me a chance to say what I wanted to say, but the questions directed me into different. So yes, I agree with you. The priority is to stop the bloodshed in Syria. This is number one. And we're talking about opposition because opposition is the political player. What the people want, I said what the people want, actually. And not because I represent the Syrian people, but because I am a person who has lived his entire life in Syria. And I've met people, I've spoken to people, and I know what I claim the majority of the Syrian people want. They want now to overthrow this regime because there is no hope for peace if this regime continues to exist. I mean, there is always there must be. If you ask my opinion, I'm 100% with a political solution. If somebody asks me about what I think of intervention, I will say and repeat over and over that the intervention must be a political intervention. What I want the West to do in the first place is to move from the diplomatic intervention into the political intervention. And this needs a lot of steps to be made. It needs that the West has to have a clear political position, and it has to enforce it, and it has to play tricks and games in order to enforce it, with the relationship with Russia, with its relationship with the regional powers. But the priority has to be for the political solution. But if in the end of the day, and if you do all what you can in order to find a political solution, and there is no political solution, what other means do we have? This is a big question that needs to be addressed. Ich glaube, das sollten wir auch weiterführen. Und in diesem Moment würde ich ganz gerne das Panel jetzt hier wechseln, sodass wir uns mit dem zweiten Komplex beschäftigen können. Und ich würde diese Frage, die merken wir uns jetzt mal gleich an das nächste Panel, dann auch mit unseren nächsten Panelisten mit weitergeben. So, wenn ich Professor Özel und Dr. Daderi und vielen Dank in die erste Reihe bitten kann. Wir haben dann nachher Fragen noch an Sie, ganz bestimmt. Und wenn ich dafür Herrn Frangi und Dani Rothschild auf die Bühne bitten dürfte. Schauen Sie, gehen Sie hier vorne rum. Oder so. Und es freut mich, dass wir jetzt auch hier begrüßen können Kerstin Müller, die nämlich vorhin noch bei einer namentlichen Abstimmung im Bundestag sein muss. Und selbstverständlich, Herr Reinicke, nachdem Sie ja nun vorhin so, wie sagt man so schön auf Deutsch, assertive waren, was die neue Initiative betrifft, kommen Sie doch rauf zu uns aufs Podium, damit wir tatsächlich über die Rolle der EU hier oben auch nochmal diskutieren können. Hallo. Sie sehen ganz schön Action hier. So, da Sie jetzt einen Großteil der Redner noch nicht gleich kennengelernt haben, und einen Hinweis habe ich noch von den Technikern. Sollte jemand noch ein Handy in der Tasche haben, ich gucke natürlich so ein bisschen links in Richtung Abgeordnete, dann möchte das jetzt bitte auf Flugmodus gestellt werden, weil sonst interferiert es nämlich mit dem Mikrofon. Flugmodus oder ganz aus, je nachdem, was Sie haben. So, nochmal von der Rechten zur Linken. Dr. Reinicke muss ich Ihnen noch nicht nochmal vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Dani Rothschild, ein General AD, der jetzt im Institute for Policy and Strategy Interdisciplinary Center in Herzliya ist. Manche von Ihnen kennen vielleicht auch die Herzliya Security Conference, die er ganz wesentlich mitgestaltet. Dani Rothschild war jahrelang eben auch für die politischen Beziehungen innerhalb der Westbank zuständig. Wir haben ihn wirklich jetzt sehr gerne hier auf dem Podium. Herzlich willkommen zu meiner Linken. Danke, das ist nett von Ihnen, dass Sie die Panelisten auch begrüßen. Zu meiner Linken eben Kerstin Müller, Mitglied des Bundestages und außenpolitische Sprecherin des Bündnis 90 Die Grünen. Wie gesagt, gerade eben hier reingekommen von einer namentlichen Abstimmung. Ich hoffe sehr, worüber auch immer Sie abgestimmt haben, Sie haben es richtig gemacht.
Nebeneinkünfte. Kennt hier jeder. Wir nennen jetzt mal einen Namen nicht, der immer jetzt in jüngster Zeit bei dem Thema Nebeneinkünfte läuft. Und ich freue mich auch sehr, dass wir hier auch Minister Abdallah Franji haben, der außenpolitischer Berater oder Berater für außenpolitische Angelegenheiten in der für Mahmoud Abbas ist, der vielen von Ihnen hier schon bekannt sein muss, weil er lange Vertreter auch der PLO hier in Deutschland war. Herzlich willkommen, Herr Franji. Selbstverständlich werden wir in diesem Teil der Diskussion darüber reden, welche Rolle tatsächlich der israelisch-palästinensische Konflikt noch spielt, weiterhin spielt, ob es tatsächlich der Hauptkonflikt in der Region ist. Aber ich würde ganz gerne die dringende Frage nochmal aufgreifen, die hier nochmal eben gestellt worden ist an die Europäer, nämlich die Frage der politischen Intervention, auch gerade was Syrien betrifft. Und vielleicht darf ich Sie zuerst fragen, Herr Reinicke, politische Intervention, die nicht nur eine diplomatische Intervention ist. Ich weiß, jetzt einen Diplomaten zu fragen, wie die politische Intervention aussieht, ist natürlich schwierig, ich tue es aber trotzdem. Ich muss gestehen, ich kann mir diese Art von politischer Intervention noch nicht so richtig vorstellen, aber ich bin mir ganz sicher, dass Sie da bessere Vorstellungen haben, nämlich welche? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht genau vorstellen, was der Unterschied zwischen einer diplomatischen und einer politischen Intervention ist. Ja, dann sagen Sie doch, dass es keinen gibt. Und dann sagen Sie doch, wie es diplomatisch aussehen würde. Also ich glaube, die vielen Akteure, die es im Bereich Syrien gibt, machen ja nichts anderes, als eine politische Intervention zu organisieren und zu versuchen, das zu machen. Natürlich, und das ist das Problem, brauchen wir dafür, sind dafür bestimmte Spielregeln einzuhalten oder gibt es dafür bestimmte Spielregeln, das ist der Sicherheitsrat. Wir versuchen ja gerade in verschiedenen Fällen im Sicherheitsrat die Mehrheiten oder den politischen Rahmen zu organisieren, um zu handeln. Leider gibt es, wie Sie wissen, bei den Abstimmungen bisher keine Einigkeit, beziehungsweise zwei der Vetomächte haben nicht mitgestimmt, haben ihr Veto eingelegt. Das hindert die Aktivitäten, sodass man ohne diesen Rahmen auskommen muss, was die Sache deutlich schwieriger macht. Ich muss das mal so abstrakt sagen, weil wir einfach auch die Grenzen der Möglichkeiten haben müssen. Wir haben zwei Vermittler gehabt, Annan und jetzt Brahimi, die, ich glaube, ihr Bestes geben. Aber man muss auch sehen, dass in bestimmten Bereichen Diplomatie und Politik an ihre Grenzen stößt. Frau Müller, dieselbe Frage nochmal an Sie. Wie sieht politische oder auch diplomatische Intervention dann aus, wenn ganz offensichtlich nicht erwünscht ist, dass es eine militärische Intervention gibt? Und wenn wir uns natürlich hier auf dieser Seite auch fragen, wie sollte die denn überhaupt aussehen und wo können wir da anfangen? Aber wie sieht dann die politische Intervention oder die diplomatische denn tatsächlich aus Ihrer Sicht? Also ehrlich gesagt, nachdem nun Kofi Annan ja gescheitert war und ich auch nicht sehe, dass der folgende sozusagen Vermittler reüssieren wird, also ganz kurz hat es eine Waffenruhe gegeben, aber auch die hat nicht wirklich standgehalten und wurde unterbrochen. Ich kann nicht erkennen, dass die syrische Opposition, auch die dort kämpft, zum Dialog bereit ist. Und ich kann es erst recht nicht erkennen beim Assad-Regime. Dann wird es natürlich schwierig, wenn die Konfliktparteien nicht bereit sind, einen friedlichen Weg zu finden. Und nach den Verbrechen, die das Assad-Regime begangen ist, muss ich sagen, habe ich da auch ein gewisses Verständnis für, von Seiten der Opposition und auch derer, die im Exil sind. Dann wird es natürlich schwierig für Diplomatie. Und ich sage auch ganz offen, ich glaube nicht, dass man die Russen zu irgendwas bringen kann. Das deutsche Außenministerium, auch Teile der EU, setzen ja immer noch darauf. Ich kann das nicht erkennen. Im Gegenteil, Putin spielt das gerade sehr stark aus. Sozusagen hier alte Einflusszonen machtpolitisch zu sichern. Also das ist schwierig. Ich will Ihnen auch ehrlich dazu sagen, gut, Milit, das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ich sehe auch nicht, dass irgendwer zu einer militärischen Intervention bereit ist. Ich glaube aber schon, dass man angesichts der Flüchtlingszahlen, die ja auf eine enorme Gewalt im Land hinweisen, die Debatte zumindest um Schutzzonen auch an der Grenze nicht einfach immer vom Tisch wischen darf. Und da würde sich dann natürlich auch
die Frage der Sicherung stellen. Also ich bin da offen und ich sehe einfach nur, vielleicht sind wir irgendwann an einem Punkt, wo das Ganze sowieso zum Flächenbrand geworden ist und sozusagen das alles befürchtet wird, das alles eintritt, was man befürchtet, eine militärische Intervention bewirken würde. Stellen wir doch mal vor, bevor das womöglich passiert, die Frage nach der Sicherung. Wenn man sagt, Flugverbotszonen, Sicherungszonen, wer soll denn da die Sicherung übernehmen? Gut, man wird nicht viel Erfolg haben, aber der Weg müsste natürlich zunächst mal auch da über die UN gehen. Aber zurzeit ist es ja so, dass niemand das überhaupt diskutiert, weil niemand wirklich dran will. Und der andere sozusagen Partner, der dafür in Frage kommt, und in dem Rahmen wird es natürlich diskutiert, das ist die NATO. Und zwischen den Amerikanern und auch der Türkei ist es ja wohl offensichtlich auch Thema. Mhm. Aber ich sehe auch nicht, dass es dazu kommen wird. Herr Reinicke, Sie hatten sich hier gleich zu Wort gemeldet. Ich wollte jetzt nicht zu dem Thema was sagen, sondern zu dem Thema der Grenzen und Diplomatie oder dem, was man machen kann. Ich glaube, was die internationale Gemeinschaft, damit meine ich die Europäer, damit meine ich auch diejenigen, die dort engagiert sind, der Westen, tut, ist das, was in dem vorgegebenen engen Rahmen erfolgreich ist. Stabilisierung der Nachbarstaaten. Jordanien ist sehr wichtig. Türkei ist sehr wichtig. Wir versuchen zu vermeiden, dass dieser Konflikt auf den Nachbarstaat Libanon übergreift, mit Versuchen der Stabilisierung dort. Zweites Element ist zu versuchen, die Opposition zu einen. Wir haben an dem Austausch ja eben gehört, wie kompliziert das ist und dass da sicherlich auch Grenzen sind. Dennoch glaube ich, dass, wie Sie auch selbst gesagt haben, man nicht immer alles auf den Westen abschieben kann, sondern da haben die Mitglieder dort im Lande auch eine eigene Verantwortung. Wir dürfen sicherlich aus unserer Verantwortung auch nicht herausstellen, aber ich möchte doch einmal sagen, es kann nicht heißen, immer wenn es schwierig wird, dann ist der Westen, aber wenn er da ist, ist es auch wieder nicht richtig. Also ich glaube, das muss man sicherlich auch deutlich sagen. Sicherlich gibt es natürlich Überlegungen, und das hat ja die Stiftung Wissenschaft und Politik hier gemacht, auch wie sieht der Tag danach aus? Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen weltfremd, aber wir haben die Diskussion im Irak gehabt, wo man eben nicht wusste, wie war die Situation danach. Ich glaube, diese Dinge kann man machen, diese Dinge kann die Diplomatie im Augenblick machen und sie kann natürlich versuchen, ich weiß, dass es auch geschieht, nicht Teil meines Mandates, aber ich weiß, dass es geschieht, dass man trotz allem versucht, den internationalen Rahmen zu erweitern. Das ist aber extrem mühsam. Ich würde gerne an dem Punkt eine Frage an Danny Rothschild stellen, denn es ist auch ein bisschen wieder in den Keynotes angeklungen und das würde ich doch ganz gerne aufnehmen wollen. Israels sicherheitspolitisches Albtraum war eigentlich immer mehrere ungesicherte Grenzen. Das heißt, der Friedensvertrag mit Ägypten ist ein unglaubliches strategisches Gut, das es zu bewahren gibt. Der Friedensvertrag mit Jordanien ist ein unglaublich sicher ein wichtiges strategisches Gut und die Grenzen mit Syrien waren ja bislang relativ ruhig. Die große problematische Grenze war die zu Libanon und dann selbstverständlich alles, was innerhalb der Westbank passiert ist. Da möchte man sagen, das bröckelt rundum. Das Zweite, wenn ich das richtig verstanden habe, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das nicht begriffen habe, ist, dass Israel immer höchsten Wert darauf legt, für die unmittelbaren sicherheitspolitischen Angelegenheiten auch selbst zuständig zu sein. Nun haben wir mehrfach den Ausdruck gehört, Israel befindet sich im Auge des Sturms. Und wenn ich das jetzt hiermit aufgreife mit den diplomatischen Bemühungen, bei keiner dieser Bemühungen kann Israel aktiv eigentlich mit dabei sein. Und jetzt nehme ich mal noch den weißen Elefanten hier mit rein, der ohnehin im Raum steht, sprich Iran. Auch beim Thema Iran schließt sich nicht nur das Fenster, wann man unter Umständen eine militärische Option gebrauchen kann, sondern es schließt sich auch das Fenster, wann Israel alleine nur für sich handeln kann und nicht auf andere angewiesen ist. Auch bei den diplomatischen Bemühungen ist es ja in höchster Ebene auf die Europäer angewiesen, die jetzt diese Sanktionen in Platz gesetzt haben. An Sie also die Frage, wie hat sich aus israelischer Sicht die Sicherheitssituation verändert und wo in dieser, glaube ich doch, zusammenbrechenden Sicherheitsarchitektur würde Israel zur Renovierung ansetzen? Well, thank you for the question. You made it to the horizon of all the sorry about that. Problems in the region, but it's right. And when you are sitting in the chair of the Israeli decision maker, and you are looking around you, what
what you see. I'm sorry. What you see is that everything is burning, and the question which one should ask himself is, how will the region be look like? Not on the long run. On the long run, there are perception. Academicians are dealing with it. We heard it here on the former panel. Everyone has its vision, and rightly so. Question is, what are we doing tomorrow, next month, this next year, and the year to follow while analyzing the situation? When I'm looking at Egypt, unfortunately, the reason which brought people to the street in the end of the day was a socio-economic situation. Poor socio-economic situation brought the people to the street, to Tahrir Square. People which couldn't find jobs, which couldn't bring health services to the children, education, food, that brought people to the street. And the question I'm asking myself is, the situation in that regard today better or worse than what it was? And unfortunately, from what I see, the socio-economic situation in Egypt is going from bad to worse, and that is worrying us, because if that's the reason for bringing people to the street, and we are asking ourselves what will be in the future. Egypt lost most of its income as a state. Tourism dropped down. Egypt was a huge job exporter, mainly to the northern African countries of Morocco, Tunisia, Algeria, Libya. The moment problems started there, people came back home. Gas to Israel is not sold. So Egypt lost most of its income. And the question which we are asking ourselves, where is it heading to? And unfortunately, what we see is not something which we can be happy with. Sinai became a no man's land. All the extreme jihadis and other radical Islamic movements are there. And it not only threatens Israel. Israel on the Egyptian border will be able to deal with it. It's not an existential threat to Israel. We'll be able to deal with it. The problem is that it's a base, it's a safe haven to reorganize themselves and do terror things not only in Israel, in other places. That brings me to Syria. When we are looking at Syria, what we see that in the next few months, a year, Syria will probably end up splitting into three different entities. An Alawite entity, probably in the coastal area, a Kurdish entity in the Kurdish area, and a Sunnite entity in Damascus and the area. And the question we are asking ourselves, looking at what happens today in Syria, and we saw the argument between the two different opposition people here in the room, mind you, what happens when all of them are gathering in the same room, if at all. And in the meantime, what happens in Sinai is very much happening in Syria today. All the radical Islamic groups have joined the Syrian opposition. And if someone assumes that they will not ask for their share when things are going to settle, he has a big mistake. The difference between Sinai and Syria is that Syria has a huge weapons arsenal which will fall to the hands of those radical groups with different names and different entities. Some of them are minor groups, some of them are noisier. But Syria, with all its huge weapon, including unconventional weapon, is a huge problem. So eine kurze Nachfrage hier. Wenn Sie sagen, dass die ägyptisch-israelischen Grenzangelegenheit, dass Israel da in einer Situation ist, dass man das bewältigen kann, wird es das trotz sehr viel kürzerer, kleinerer Grenze, minimaler gemeinsamer Grenze auch im Fall Syrien so sein, dass man das tatsächlich bewältigen kann, wenn Sie sagen, da ist ein riesen Waffenarsenal inklusive Massenvernichtungswaffen?
I think that if mass destruction weapons, which are deployed in Syria, will fall into hands of extremist groups, which are aiming, by the way, not vis-à-vis Israel only, but vis-à-vis the whole Western world, then it will not be the Israeli problem only. It will be the problem of Europe. It will be the problem of the United States. And we'll have to deal with it. We, as those countries or states which are threatened by them. And that's something that we are watching very closely on a daily basis. Because those weapons are very, very problematic weapons. And we know about weapons, very sophisticated weapons, by the way, which were delivered from Iran to Syria only lately. So those things bring us not to sleep at night. Or as we say, to sleep like a baby, to wake every hour and scream. Keine schöne Situation. Abdallah Franji, es ist natürlich vollkommen klar, nehme ich doch an, dass Ihnen aufgefallen ist, dass ein Begriff in dieser Runde noch überhaupt nicht gefallen ist. Und das ist selbstverständlich der Begriff Palästina. So. Und jetzt die Frage an Sie. Ist im Zusammenhang mit dem Konflikt um Syrien, der natürlich viel unserer Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist mit dem Konflikt in Syrien und den unglaublichen Veränderungen in der Region die palästinensische Angelegenheit ins Hintertreffen gekommen? Und wenn ich das schon frage, vorhin ist ja dann doch sehr, Herr Reinicke, Sie haben das ja schon klar angesprochen, im nächsten Jahr 2013 würde es Sie nicht wundern, wenn wir da eine Initiative sehen. Ich würde ganz gerne in der nächsten Runde dann nochmal darauf zurückkommen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Denn das, was ich höre von gerade arabischen Gesprächspartnern ist, lasst uns doch die Geschichte mit Oslo und der Zwei-Staaten-Lösung vergessen. Also, A, wie sehr ist der israelisch-palästinensische Konflikt in den Hintergrund geraten? B, wie kann das geändert werden? Und C, in welche Richtung soll es denn gehen? Auch hier. Ja, Sie stellen so viele Fragen, dass man so viel reden muss. Das ist mein muss. Job. Ja, gut, aber ich darf mal vielleicht zwei kleine Bemerkungen machen über diese gesamte Diskussion, was vorher stattgefunden hat. Ich meine, hier sehe ich Demokratie und Sicherheit im Nahen Osten. Wie antworten Deutschland und die EU darauf? Diese Worte haben die Europäer versucht jetzt zu beantworten nach einem der Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. Und die Entwicklung im arabischen Raum ist noch 2 Jahre. Das heißt, man darf nicht jetzt in diesen 2 Jahren so viel verlangen und so viel verlangen von diesen Staaten. Ich finde, eine Entwicklung im arabischen Raum ist im Gange, die sehr gut ist, in Ägypten, in Libanon, überall in dem arabischen Raum. Ich bedauere es sehr, dass der Einfluss Europa und der Westen überhaupt auf diese Region so negativ ist, dass wir bis zum heutigen Tag einen Konflikt Palästina-Israel haben, ein Staat Israel und kein Staat Palästinenser oder Palästina, dass wir... Wie gesagt, liegt das ja nicht nur an den Europäern, oder? Also es fehlt ja schon an Kompromissbereitschaft von den Seiten selber. Ich meine, Sie haben ja das Recht, mich zu unterbrechen, aber ich darf nochmal betonen, was wir erleben. Und ich glaube, es ist gut, wenn Sie auch zuhören, was wir sagen, auch in diesem Konflikt. Es ist sehr gut... Weil Israel heute, Sie haben auch vorhin gesprochen von sicheren Grenzen und der Sicherheit Israel. Bis zum heutigen Tag, der einzige Staat auf dieser Erde, der keine Grenzen hat, ist Israel. Und man kann nie sicher sein können, wenn man nicht sagt, meine Grenzen sind hier und dort. Israel hat die Sinai besetzt, Israel besitzt die Westbank immer noch, Israel hat bis jetzt uns, nachdem wir Israel anerkannt haben, nicht die Chance und die Möglichkeit, dass wir unseren Staat Palästina gründen können und dürfen. Und natürlich, Sie stellen die Frage, und das stellt jeder, lohnt es sich jetzt die Zwei-Staaten-Lösung, nachdem wir die Siedlungspolitik, ich meine, dies das Gefährliche, was jetzt passiert in Israel, reflektiert sich und die Reaktion der arabischen Bevölkerung auf ihre Regierungen und ihre Staatsmänner ist eben deswegen, weil sie immer diesen Konflikt als Alibi genommen haben und nichts dafür getan und ihre Bevölkerung so ausgebeutet haben. Jetzt hat man die Chance, dass eine demokratische Entwicklung im arabischen Raum stattfindet, dass die Araber entscheiden können und
Ich glaube, es ist auch wichtig für jeden Israeli, sich zu fragen, warum immer noch bei den Demonstranten, die gegen Mubarak, so viele Leute auch die Fahne Israel verbrennen. In Ägypten. Naja, das Erstaunliche an dieser Revolution war, dass er gerade das weniger stattgefunden hat. Es hat stattgefunden. Und weil bis zum heutigen Tag die Menschen in Palästina, die Menschen im arabischen Raum immer noch das Gefühl haben, dass man in Europa einseitig auf Seiten der Israelis steht und nicht in der Lage ist, den Israelis zu sagen, halt, es gibt keine Siedlungspolitik. Bei den Europäern, man sagt, man muss in Würde leben können, man muss seine Freiheit haben. Wir sind so viele Millionen Menschen in Palästina, die wir nicht in Würde leben dürfen. Und deswegen glaube ich, die Verantwortung liegt bei den Europäern, heute diese Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen, aber auch Israel zu sagen, hey, ihr könnt nicht diese Politik fortführen. Israel hat heute 400 Atombomben und die haben die Atommacht, sie sind eine Atommacht. Und sie bestimmen, was an Entwicklung überall in der restlichen Welt. Ich glaube, wenn Israel sich friedlich als ein Vorposten der Westen in dieser Region bei uns, dann hätten wir sehr viel davon gelernt. Dann hätten wir gesagt, wir adoptieren auch die israelische Demokratie. Aber ich kann keine Demokratie adoptieren, die andere Menschen ausbeutet, die andere Menschen ihre Freiheit wegnimmt. Jetzt muss ich an dieser Stelle doch nochmal eingreifen. Die Frage war ja auch, in welche Richtung soll es denn gehen? Und die Frage ist nach wie vor, ist für Sie die Zwei-Staaten-Lösung dann tatsächlich etwas, wo Sie hinwollen, wo man sagt, die Palästinenser müssen endlich das Recht haben, über ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Das ist die eine, die unter Umständen auch eine beruhigende Wirkung auf die Region hätte. Ob das jetzt zu Aussagen, das können wir hier gerne diskutieren. Oder soll es in eine andere Richtung gehen? Und dann würde ich mir schon gerne wünschen zu wissen, was denn dazu die Alternative wäre. Die Alternative, ein Palästinenserstaat zu haben, denn damit hat man die Wiederherstellung unserer Identität geschafft. Und heute, wenn man auf internationaler Ebene die Frage stellt, sind Sie für einen Palästinenserstaat, dann wird man hier die Mehrheiten in Europa bei der Bevölkerung ja, mit ja. Sogar der Obama, ich freue mich, dass er jetzt die Wahlen gewonnen hat, der hat vor 2 Jahren in Kairo sich für einen Palästinenserstaat ausgesprochen. Aber wir reden von einem Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967. Mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Ost-Jerusalem, die ist auch besetzt 1967. Deswegen ist es wichtig, das zu betonen. Und wenn wir diese Lösung nicht haben, wenn heute die Siedler 3/4 der Westbank jetzt unter ihrer Kontrolle haben, dann wo sollen wir das? Und man soll nicht sagen, diese Möglichkeit besteht nicht mehr für die Palästinenser, dann suchen wir eine andere Lösung, weil diese Lösung einfach von den Europäern verlangt, dass sie Israel zwingt, keine Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten zu machen. Eine kurze Nachfrage zu diesem Thema noch. Ist sicherlich ein Thema. Die andere Frage wäre die palästinensische Seite, wenn es um einen eigenen Staat geht, auch bereit zu sagen, wir verzichten auf das Rückkehrrecht für Flüchtlinge? Wir haben in diesem Oslo Abkommen Israel anerkannt in den Grenzen von 67 und Israel hat die PLO als die einzige legitime Vertreter Palästina auch anerkannt. Und wir haben auch weiterhin beschlossen, die 5 Punkte, die noch nicht gelöst worden sind, durch Verhandlungen zu lösen. Die Flüchtlingsfrage, die Frage von Ost-Jerusalem, die Siedlungen, die Wasserfrage und die Grenzen. Das haben wir beschlossen. Aber bis zum heutigen Tag gibt es keine Gespräche darüber. Bis zum heutigen Tag sind wir konfrontiert in all diesen Punkten mit einer de facto Politik, die uns so weit zwingt, entweder gehen wir wieder in eine militärische Konfrontation oder wir sollen das Problem Palästina woanders lösen. Und das wollen wir nicht. Daniel Rothschild, Sie möchten sicherlich gerne auf hier nochmal antworten. Ja, look, I believe Israel has an interest to resume negotiation and to finalize the negotiation with the Palestinians as soon as possible. I participated in the negotiation from Madrid onwards, almost in every bit of them.
And unfortunately, we have reached a time in which the issue is not so much negotiation. Look, we have negotiated on every and each issue which is on the table. There are books of options which were written. It's decision-making time. It's not negotiating time. We need leaders which will be strong enough to take decisions. And unfortunately, we are in an area which, on both sides, we don't have leaders which are able to take decisions. And that might bring us to few options. I heard what Mr. Abdallah Fanji was saying at the moment. I sat last 2 days ago with the Israeli Foreign Ministry, and they are speaking about the 1-2-3 solutions. One-state solution, two-state solution, three-state solution. Because Gaza and the West Bank are totally different entities. And anyone which wants to make a comparison between them two is invited to do it without too many results. But I am afraid that time might come that Israel will have to take unilateral steps as it took in Gaza. And then it might be a two-state solution, but Hamas-type two-state solution as it was in Gaza. Because the one-state solution for most of the Israelis is unacceptable. Because Israel either will not be a Jewish state or will not be a democratic state, and I don't want to live in either of those. So, Kerstin Müller, Sie wollten gerne noch mal darauf antworten, ne? Naja, also ich glaube auch, dass die One-State-Solution keine Solution ist. Das ist eine Debatte, die nirgendwo hinführt. Auch wenn bekannte Menschen wie Nusseibi, die also sozusagen ja, Genfer Initiative und so weiter, also an Friedensinitiativen intensiv mitgearbeitet haben, heute für so etwas plädieren. Ich glaube, das ist eine absolute Sackgasse. Und es gibt im Grunde genommen eine Rechtfertigung denjenigen, die eigentlich nicht mehr über die Zwei-Staaten-Lösung reden wollen. Und das finde ich an dieser Debatte sehr gefährlich. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, De Frangi, dass wir kennen uns ja auch schon sehr lange, dass man eines den Europäern wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie nicht seit vielen, vielen Jahren und ohne Wenn und Aber diese Zwei-Staaten-Lösung zum Ziel haben und auch daran arbeiten. Nun kann ich die Frustration verstehen, sagen auf dieser Seite hier nicht, da ist immer die Erwartung, die Europäer müssen doch mehr tun. Wenn nicht die Amerikaner, dann wenigstens die Europäer. Das eine oder andere, da hätte man vielleicht mehr Druck ausüben können. Ja, aber auch da schauen Sie sich die Erklärungen an zum Siedlungsbau. Die sind sehr, sehr klar. Ob man Israel mit Sanktionen belegen sollte, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Weg ist. Und ich teile an der Stelle, was die Moderatorin hier sehr deutlich gesagt hat, es muss natürlich auch der Wille der Konfliktparteien da sein, zu einer Lösung zu kommen. Ich kann nicht erkennen, das sage ich sehr deutlich, dass die jetzige amtierende israelische Regierung dazu wirklich den Willen hat. Wenn man den Siedlungsausbau betrachtet, auch was sich in Ostjerusalem tut, dann ist das einfach verheerend. Ja? Und dann habe ich sozusagen eine Botschaft, eine Frage. Wir halten an der Zwei-Staaten-Lösung fest. Wir wollen alles dafür tun, dass sie kommt. Aber ich habe die Sorge, dass on the ground durch sehr starken, intensiven Siedlungsbau eine solche Lösung, falls denn irgendwer doch mal auf die Idee käme und man am internationalen Tisch zu einer Vereinbarung kommt, dass das on the ground verunmöglicht werden soll. Und das finde ich sehr, sehr frustrierend. Und da in der Tat, gut, ich weiß nicht, wie Herr Rothschild das sieht, bin ich sehr froh, dass Obama wiedergewählt ist. Anders als andere glaube ich, dass er durchaus jetzt in seiner zweiten Amtszeit mehr politischen Spielraum hat für neue Initiativen. Und wenn es die nicht gibt, dann kann es in der Tat sein, dass sich in den nächsten 4 Jahren dieses Fenster der Gelegenheit für eine Zwei-Staaten-Lösung schließt. Alleine durch den großen und massiven Siedlungsbau. Und das sollte nicht passieren. Also es muss meines Erachtens eine neue Initiative der Amerikaner geben, mit klaren Ansagen, mit klarem Druck. Und das müsste dann von der europäischen Ebene unterstützt werden. Das ist eigentlich das, was mir zurzeit dazu einfällt. Ansonsten werden wir alle in 4 Jahren ziemlich frustriert sitzen, glaube ich. Dann fragen wir doch Danny Rothschild mal eben, wie er das einschätzt. Yeah, I will be more than happy to see an American initiative. I'm afraid we are going to be disappointed.
As I see the American administration or Obama in his next term, I don't see him so much dealing with foreign policy. He has his frustration from the Middle East. He already listed on his list of priorities that the Asia-Pacific area, i.e. the Chinese area, is much more important to the United States than the Middle East. He is withdrawing his soldier from Afghanistan, from Iraq, and from other places. He will probably be less involved in foreign policy. I wish I will be wrong. I'm afraid I'm not wrong. Certainly, when he looks at the Middle East as a whole, and gentlemen, we should not hide behind the feather. None of what happens in the Middle East happens because of the Israeli-Palestinian issue, and none of those solutions to those issues will be if the Israeli-Palestinian issue will be solved. It's needed. Israel needs it, the Palestinian needs it, it's essential for both countries. It will not have an impact on solving the problems in Egypt or in Syria or in Jordan or in other places. So don't be naive. An dieser Stelle, Herr Franzi, wollen Sie ganz kurz noch was dazu sagen, bitte? Ja. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir politische Bewegung machen in dieser Region. Und wenn der amerikanische Präsident frustriert ist oder nicht gewählt ist, dann muss Europa einfach mit einer Stimme reden dürfen und können in dieser Frage und ihm unterstützen. Wenn der gewisse Unterstützung bekommt und spürt, dann ist Russland und in China, sie sind auch der gleichen Meinung. Und die Bevölkerung überall in der Welt, auch in Israel, es gibt Mehrheiten in Israel, die für die Zwei-Staaten-Lösung und nicht für Ein-Staaten-Lösung. Diese Ein-Staaten-Lösung ist so eine Art Flucht nach vorne von einigen von uns Palästinensern. Zurück. Also nach vorne glaube ich eben nicht. Ja gut, ich meine, eine Flucht einfach in die Sackgasse. Und deswegen, es ist an die Europäer reden heute, das sind jetzt die Europäische Union, die Menschenrechte, die reden, die sind... Sie haben etwas geschafft in der Welt und die müssen die Initiative ergreifen, nicht anstelle von den Amerikanern. Das können sie nicht, weil die Israelis das nicht haben wollen und die Amerikaner auch nicht zulassen werden. Aber als Katalysator, ein aktiver Katalysator, könnten sie auch dort eine Rolle spielen und dann könnten wir Palästinenser. Und übrigens, wir Palästinenser, wir haben auch von uns, und es hat uns sehr viel gekostet, dass wir das Abkommen von Oslo unterschrieben hatten. Und ich weiß, und das erzähle ich das überall, das habe ich auch überall in meinen Vorträgen gesagt. Arafat hat geweint wie ein Kind, als Rabin erschossen worden war, weil er in ihm einen Partner des Friedens gesehen hat, einen Gesprächspartner. Und deswegen, man muss diese Kräfte tatsächlich unterstützen, damit wir nicht in eine Stagnation kommen und bleiben in dieser Region. Wir sind gewählt, wir wollen es, Palästinensern. Und ich glaube, mehr als das, was Präsident Abbas anbietet, der hat zum Beispiel Olmert 35 Mal zu Hause besucht und ihn getroffen, um eine Kommuniqué in zwei Zeilen zu bekommen. Ja. Wir kommen auch ganz sicherlich gleich drauf, wie die Europäische Union da aktiv werden kann. Ich würde aber jetzt gerne noch ein paar Fragen im Publikum nehmen. Und nicht überraschend gibt es mehrere. Frau Johannessen hatte sich hier gemeldet und dann hatten wir hier gleich eine. Ich versuche, möglichst viele dran zu nehmen. Aber merken Sie sich Ihre Fragen im Zweifelsfall für die abschließende Fragenrunde, wenn wir hier jetzt noch nicht ganz fertig werden können. Frau Johannessen, wollen Sie beginnen? Ja, ich würde bemerken müssen, dass Herr Franji die Spaltung der palästinensischen politischen Klasse nicht angesprochen hat. Die Palästinenser sind ja für Israel ein schwieriger Verhandlungspartner, wenn sie gespalten sind. Wenn die Palästinenser nicht delivern können, sozusagen, ist das ein Problem. Herr Rothschild hat diese Spaltung angesprochen. Er hat von der Westbank und von Gaza gesprochen, wie verschieden die Regime seien. Und Herr Reinecke hat am Anfang seiner Keynote angesprochen, die Fatah als säkular und religiös neutral. Ich teile diese Frau Johannessen, ich unterbreche Sie sehr ungern, aber es gibt viele Fragen im Publikum. Und jetzt stellen Sie Ihre Fragen. Ja, ich stelle, ich,
Ja, okay. Meine Frage ist die, wie geht die Europäische Union mit dieser Problematik und dieser Spaltung um? Mir schien es so, als ignorierten sie eine Parteiung, die ja im Grunde genommen sie als ein Teil einer großen, erfolgreichen muslimischen Bewegung in dieser Region ansieht. Und mir schien es, als setzten sie einzig und allein auf die Fatah als Träger des politischen Willens. Wie wollen Sie in Zukunft mit dieser Spaltung umgehen? Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir diese Frage einfach ins nächste Panel mit reinnehmen? Weil die ist ja entscheidend. Und dann würde ich jetzt noch zwei, drei Fragen hier aufnehmen. Herr Reinecke bleibt ja auf dem Panel. Er wird das dann mit beantworten. Hier vorne ist eine. Samai Salim, I have three very short observations. Thank you. Congratulations for the election of President Obama. If I can ask you, please ask your questions, because for observations will be time after the panel, and you can talk about many things, but please ask a question. Very short, very short. Dr. Reinecke, we have no problems with Islamists in North Africa. They already participate in the political process. We have no problems with them. To Mr. Rothschild, I don't know where you picked up the information of North African migrants in Egypt. I am from North Africa. There are no North African migrants in Egypt. I didn't and, talk about North and Africa. I disagree with you. When it comes to the solution of the Israeli-Palestinian conflict, most of the Western, Eastern problems will be solved. That's the only thing I want to say. Danke. Da hinten haben wir noch eine Frage und dann gehen wir noch mal nach da vorne. Ja, meine Frage ist an Danit Rothschild. Mein Name ist Mehran Barati. Ich denke, das Sicherheitsproblem, das Israel mit dem Iran hat, ist ja nicht größer als das Problem der USA mit der Sowjetunion zu Zeiten der Kuba-Krise. Warum gibt es nicht die Möglichkeit eines Nicht-Angriffspakts zwischen Israel, Iran und den USA? Ein solcher Nicht-Eingriffspakt ist absolut nicht unrealistisch. Das würde auch die Hand Israels freimachen für einen Frieden mit den Palästinensern. Wollen Sie gleich darauf antworten, Herr Rothschild? Ein Nicht-Eingriffspakt zwischen USA, Iran und Israel. Das wäre schon mal ein guter Anfang, ja. Ja, yeah, it would be a good start, but first of all, to correct the nice guy with from North Africa, I didn't spoke about North African migrants in Egypt. I spoke about Egyptian workers which used to work in North Africa and went back home. So not only that they are not sending family money to their families, the unemployment rate went up, but going to Iran. Look, usually when you are dealing with a nuclear state, when you are dealing with the state as a whole, you are dealing with deterrence because they have or they want nuclear in order to deter and to use it in order to achieve their goals. When you are looking at deterrence, what is deterrence? Deterrence is mainly looked upon in two layers. The first layer is layer of capabilities. How many F-16s do you have? How many soldiers? What are the level of training of your forces? How many nuclear bombs do you have? The second layer, which is much more important, is the political ability to take decision to use the first layer. So you don't, it's not enough that you have an F-16. You have to be able to take a political decision to use it. And political decision is taken upon many, many issues. Internal politics, outside pressure, coalition issues, what will be the response of the other side. When the United States and Russia had a containment policy, each of them knew what is the reason which will allow the other side to use that weapon. The decision-making process is something which they knew about. So you can handle such a containment in order not to give them the reason to use it. With Iran, we don't know, nobody in the world knows
What is the decision-making process which will lead them to use a nuclear weapons? It's not a decision-making process which is the regular one in any other state. And that's why Iran, we cannot allow ourselves that Iran will have. The other reason for it is it will not only be Iran. The whole Middle East will be nuclear, not only Iran. Once Iran has nuclear weapons, why not Saudi Arabia? Why not Egypt? Why not Jordan? Why not any other countries? That's a race which the world will not allow. So, ich darf hier noch anmerken, und Jordanien gehört mit dazu. Ich nehme jetzt mal für diese Runde des Panels noch eine letzte Frage hier vorne, weil die Dame sich schon so lange gemeldet hat. Sonst bitte merken Sie sich Ihre Fragen für die abschließende Frage. Genau, Sie hier in der zweiten Reihe. Kommt schon das Mikrofon von der anderen Seite. Hi, good evening. My name is Petra Steen and I have a question for Mr. Rothschild. I used to work in Syria and I feel that the money Bashar al-Assad spent on his PR companies, it's been really money well spent when I listen to you. Because somehow he made you believe that he's the devil you know, you can deal with. And that the devil we don't know, well, his wife is wearing Prada. He's not the devil wearing Prada. But anyway, my question to you is, do you think that the safety of Israel is better guaranteed with Bashar in place? Or would you prefer a democratically chosen government in Damascus? Thank you. I really don't know what made you believe that I said that we prefer Assad or we prefer something else. I didn't say it. If you're checking, so you checked me and I gave you the right answer. We are trying not to interfere. It's the Syrian people which will decide on their future. We have our preference, and our preference is to come to some sort of a deal with Syria. Question we are asking ourselves, who will be the future Syria? With Bashar Assad, we couldn't get a deal. What will be the future Syria look like? And I think that in the next 2, 3, 4 years, we are not going to be in a position to even know how Syria will be look like. So we are concentrating in containing, defending ourselves, and watching it in order to have some sort of a better understanding with whom can we cut a deal in Syria. At the moment, I don't think anyone knows. Vielen herzlichen Dank. Behalten Sie Ihre Fragen für den Moment. Wir wollen jetzt wirklich noch mal intensiver in die Frage gehen, was kann der Westen tun? Die Panelisten stehen Ihnen nachher noch mal zu Fragen zur Verfügung. Aber wenn ich jetzt, wir wollen die jetzt gleich nochmal in diesem Panel aufnehmen, die Hamas- und Fatah-Frage. Deswegen würde ich Sie bitten, Herr Franji und Herr Rothschild, noch mal in der ersten Reihe Platz zu nehmen. Und dafür darf ich Doreen Khoury mit auf die Bühne bitten, die jetzt Research Fellow bei der, haben Sie herzlichen Dank übrigens, und Sie werden sicherlich noch ganz viele Fragen bekommen. Danke, Auditorium, dass Sie hier noch mal applaudieren, verdient. Doreen Khoury ist jetzt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist in der Heinrich-Böll-Stiftung keineswegs eine Unbekannte. Sie waren für die Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut tätig und bringen da, glaube ich, viel Expertise mit. Wir freuen uns, dass Sie hier oben sind. Und dann zu meiner Rechten darf ich jetzt herzlich begrüßen Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich würde sehr gerne, und Herr Franji, Sie sitzen in der ersten Reihe, wir geben dann die Frage nochmal an Sie weiter. Ich würde sehr gerne das Problem hier direkt nochmal hier oben ansprechen, was die Teilung in Gazastreifen und Westbank betrifft. Und eben auch, dass ich meine, eine geografische Teilung wäre ja im Zweifelsfall nicht das einzige Problem, aber es ist eine politische Teilung zwischen Hamas und Fatah. Und die Frage ist ja nun sehr berechtigt zu sagen, was passiert, wenn es auf der palästinensischen Seite eine Regierung gibt, die unter Umständen bei Friedensverhandlungen, wie sagten Sie so schön in Englisch, delivern kann? Und wenn es aber eine Regierung gibt, bei der wir nicht ganz wissen, ob sie da in irgendeiner Weise überhaupt mitspielt. Die Frage darf ich vielleicht zuerst an Sie richten, Frau Müller. Sie haben das Mikrofon gerade schon so schön bereit. Wie soll das gehen? Also, weiß nicht, ob Herr Reinicke auch noch was dazu sagen will. Ich persönlich nehme die Kritik quasi schon etwas vorweg. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Europäer da eine falsche Politik machen. Sie folgen da weiterhin den
Quartettkriterien. Herr Rothschild sitzt jetzt unten, aber das ist ja eine ziemlich kontroverse Sache. Und das heißt sozusagen dem Diktum der israelischen und amerikanischen Seite, mit der Hamas darf man nicht reden. Was übrigens der Fatah-Führung auch ganz gut gefällt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich finde das politisch falsch, weil ohne jetzt irgendwelche naive Vorstellungen zu haben, muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Hamas inzwischen ein politischer Faktor ist, dass in den Sternen steht, es wird ja bei den UN überall diskutiert, sozusagen, ob nicht Gaza tatsächlich eine eigene Entität bleibt. Ja, ich spreche das mal so an, ohne das jetzt gut zu finden. Und ich glaube, dass man in einer politischen Sackgasse ist, je länger man und die Hamas im Grunde genommen stärkt und aufwertet, solange man natürlich erstens die Gaza-Blockade aufrechterhält, aber solange man die in die Ecke stellt und sagt, keine Gespräche, außer sie erkennen all das an, was eigentlich am Ende der Verhandlungen stehen müsste. Also sprich, ich glaube, außer der Bedingung des Gewaltverzichts, die ganze Geschichte mit, bevor wir mit denen überhaupt reden, müssen die Oslo-Verträge, Existenzrecht Israels, also müssen sie sozusagen alles anerkennen, dass, und viele Verhandler dieser Welt, ob sie im irischen Konflikt oder wo auch immer verhandelt haben, haben genau das gemacht. Das gibt's in keinem anderen Konflikt. Nicht, dass man von einem möglichen Verhandlungspartner schon am Anfang der Verhandlungen erwartet, dass er all das erfüllt, was eigentlich erst am Ende stehen kann. Und da, finde ich, sollte die Europäische Union zu einer vernünftigeren, pragmatischeren Haltung kommen und auch im Quartett drauf drängen, dass man diese Blockade aufgibt. Denn ich will noch vor einem warnen. Es gibt inzwischen viel noch gefährlichere Entwicklungen, dschihadistische Kräfte in Gaza, die mit Sicherheit nicht dialogbereit sind. Und man sollte nicht die Zeit abwarten, bis das völlig zersetzt, ja. Also es gibt dort sehr, sehr warnende und auch warnende Expertise inzwischen. Mhm. Nicht? Also selbstverständlich. Ich werfe das mal so provokativ in den Raum, obwohl ich weiß, dass dem einen oder anderen das nicht gefällt. Ja gut, aber das ist ja auch die ganze Angelegenheit, dass wir hier auch mal über ein paar provokativere Gedanken sprechen. Herr Reinicke, aber ich darf natürlich sofort die Frage an den europäischen Diplomaten weitergeben, denn soweit ich das verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, dass man bestimmte Konditionalitäten abruft, über die man eigentlich verhandeln will, sondern es ist ja auch ein wesentliches Prinzip mit berührt, das in der internationalen Bühne, auf der internationalen Bühne, in der internationalen Welt ganz, ganz wichtig ist. Pacta sunt servanda heißt es. Also Verträge, die schon abgeschlossen sind, sollten eigentlich von einer Folgeregierung nicht einfach ad acta gelegt werden. Und das ist ja ein bisschen das Problem der Hamas. Also es geht nicht unbedingt um die Anerkennung dessen, wie am Ende die Konfliktlösung aussehen soll, sondern dass man sagt, bestimmte Verträge sind schon abgeschlossen, auf denen müssten wir eigentlich aufbauen. Wir können nicht nochmal von vorne anfangen. Also die Frage an den Sonderbeauftragten natürlich und den Diplomaten, ist es politisch tatsächlich ein Weg, der sich öffnen sollte? Und wo kommt der Diplomat und der Jurist damit in Konflikt? Na, Frau Müller hat die Probleme ja aufgezeigt und die sind in der Diskussion natürlich überall. Wie sich die Zukunft entwickeln wird, das wissen wir im Augenblick noch nicht. Aber erstens sind diese drei Kriterien, die vom Quartett genannt worden sind, ja keine besonders dramatischen Kriterien. Das sind ja einfach Kriterien, die im Grunde genommen im Zusammenleben zwischen Staaten relativ normal sind. Sie haben es schon gerade genannt. Also Anerkennung des jeweiligen anderen als Staat, friedliches Zusammenleben, Anerkennung früherer oder Gewaltverzicht und Anerkennung früherer Verträge. Es gibt eine Diskussion darüber, ist ganz eindeutig, und Frau Müller hat eine Position genannt. Es gibt andere Positionen in der Europäischen Union. Damit fange ich vielleicht gleich mit einem Thema an, was uns heute Abend vielleicht noch häufiger begleiten wird. Sind wir halt 27 Mitgliedstaaten. Und wir müssen halt sehen, dass wir, und auch ich und auch Cathy Ashton, wenn wir uns bewegen, dass wir uns auf einer Basis bewegen, die alle 27 Mitgliedstaaten tragen. Das mag viele Mitgliedstaaten, die eine andere Meinung als das, was nachher als Kompromiss dabei herauskommt, stören, aber ich glaube, das ist die Basis, das ist auch die Stärke der Europäischen Union. Damit komme ich zu einem, was Herr Frangi auch noch erwähnte, der die Europäische Union da kritisierte. Ich finde das interessant, dass Sie das gesagt haben, und es beruhigt mich auch.
Denn wenn ich nach Israel gehe, höre ich genau dasselbe. Also in Israel werde ich auch immer ständig kritisiert. Und das heißt wohl, dass die Europäische Union wahrscheinlich doch relativ gut liegt mit ihren Positionen. Nämlich in einer relativ neutralen Mitte, so will ich es mal sagen. Ich glaube, dass wir als Europäer eine große Stärke hatten und auch haben werden. Wir sind nämlich immer ein Ideengeber gewesen für den Fortschritt in diesem Friedensprozess. Es hat 1980 angefangen mit der Venedig-Erklärung, wo zum ersten Mal von einer Heimstadt, ich glaube nicht, dass das der deutsche Übersetzungsbegriff war, aber einer Heimat für Palästinenser gesprochen haben. Die Europäische Union hat zum ersten Mal, und zwar immer alle 27 oder wie viele es dann jeweils waren, hat zum ersten Mal gesprochen von einer Zwei-Staaten-Lösung. Der amerikanische Präsident hat es dann später aufgenommen und die Israelis haben dann später aufgenommen. Die Europäer haben auch zum ersten Mal gewarnt vor den Folgen des Siedlungsbaus. Diejenigen, die dort vor Ort waren, haben das gesehen. Aber es ist erst durch europäische Initiative letztendlich ein Thema gewesen. Und die Europäer sind auch jetzt diejenigen, die warnen vor einem möglichen Ende der Zwei-Staaten-Lösung oder einer möglichen Gefahr für die Zwei-Staaten-Lösung durch den fortgesetzten Siedlungsbau. Das ist das, was in diesem Mai die Europäische Union, die 27 Außenminister zum ersten Mal formuliert haben, haben gesagt, Vorsicht, wenn das so weitergeht, ist die Gefahr, dass die Zwei-Staaten-Lösung faktisch aus den Gründen, die vorher genannt wurden, zu Ende ist. Aber das ist die Stärke der Europäischen Union. Wir haben die Verhandlungen den Amerikanern und den beiden Parteien überlassen. Aber ich glaube, wir sind in einer neuen Situation jetzt. Ich habe sie vorhin genannt, auch einer neuen geostrategischen Situation. Und ich glaube, dass die Europäische Union als einem nächsten Schritt sich überlegen muss, ihre eigenen Interessen deutlicher zu definieren. Wir müssen genau wissen, was sind unsere Interessen in dieser Region? Das betrifft Israel, das betrifft Palästina, das betrifft die arabischen Staaten. Natürlich haben wir uns immer daran entlang gehangelt, aber wir haben sie nicht deutlich formuliert, das ist hilfreich für uns und auch hilfreich für die anderen. Ich glaube, und lassen Sie mich das noch ausführen zum nächsten Jahr 2013. Warum glaube ich, dass 2013 so wichtig ist? Ich habe genannt die amerikanische Präsidentschaftswahlen, die israelische Präsidentschaftswahlen und 20 Jahre Oslo. Aber der fast noch wichtigere Punkt ist, dass wenn die Siedlungspolitik so weiter fortgeht, dann haben wir die Gefahr, dass faktisch eine Zwei-Staaten-Lösung kaum noch möglich ist. Es gibt Leute, die behaupten, das sei jetzt schon nicht mehr möglich. Da gibt es natürlich einen Spielraum, weil man da immer drüber diskutieren kann. Aber wir kommen einfach in eine Phase rein, wo es einfach auf dem Boden in der Realität eben nicht mehr funktionieren wird. Und weil das eben so ist, glaube ich, dass wir tatsächlich im nächsten Jahr etwas machen müssen. Über die Art und Weise wird natürlich heftig gedacht, geschritten und so weiter. Aber ich glaube, deswegen wird es eine Rolle für uns spielen werden. Und natürlich wird die Frage Hamas und Fatah dann auch eine Rolle spielen. Das gehört einfach in dieses ganze Komplex. Es gibt noch viele andere Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Ich wollte mich nicht mit der gestrengen Frau Moderatorin anlegen. Deswegen habe ich das etwas kurz gemacht. Danke. Aber Sie haben doch wieder ein Stichwort gegeben. Und das heißt die Formulierung der europäischen Interessen in der Region. Lassen Sie uns doch mal so viel feststellen, dass auf der einen Seite der Ruf immer ganz stark ist, bitte Europäer, haltet euch raus, das sind unsere eigenen Angelegenheiten, und dann kommt eben doch der Ruf nach Europa. Das heißt, auch da muss eine Balance gefunden werden, wie weit ist es überhaupt erwünscht, wie weit haben wir ein Mandat und wie vorbereitet sind wir, wenn dann eben der Ruf doch ertönt. Und das ist ja doch was, das ist eine Frage, die ich gerne an Doreen Khoury zuerst und dann auch an Sie, Barbara, unmüßig stellen würde. Wie sollen denn die europäischen Interessen da formuliert werden? Was wären denn da die Prioritäten? Und dann gleichzeitig aber auch, vielleicht möchten Sie das dann aufnehmen, Barbara, unmüßig, wo sind die Grenzen? Mit welchen Kräften wollen wir zusammenarbeiten oder wollen wir einfach mal sagen, wir haben keine Berührungsängste? Nur als Beispiel Ägypten, um das eben nochmal mit in die Debatte zu bringen. Wir haben jahrelang und jahrzehntelang es verpasst, uns mit den Muslimbrüdern auseinanderzusetzen, weil wir gedacht haben, die bleiben immer schön in der Opposition und unterdrückt. Und jetzt haben wir da eine gewählte Regierung. Das sind natürlich nicht die Muslimbrüder per se, sondern es ist die Freiheit- und Gerechtigkeitspartei. Und wir haben uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Also meine Frage erstmal an Sie, Doreen. Wie müssten wir die europäischen Interessen dann, selbstverständlich können wir das nicht für jedes einzelne Land tun, aber wie müssten wir die europäischen Interessen dort formulieren? Welche Ziele sollten wir dort verfolgen? Und dann an Sie, Barbara, was sind die Grenzen dieser ganzen Chose? I think that what was interesting, I mean, one of the main documents that the European Union produced
I think around March 2011, a couple of months after the Tunisian Revolution, was this, I can't remember exactly the title of the document, but was this re-looking at the European Union's relationship with the southern neighborhood. And I thought that was a good step. But what, I mean, for someone who, before moving to the Böll Foundation, I worked for a long time in Europe, in Lebanese civil society. I worked on projects that got EU funding. And I thought it was a good step, but I thought also that many things in the way that the European Union continued to define democracy remained a bit narrow. I think they needed to, I think, especially like the democracy assistance instruments, like for instance, I think the European Institute for Democratic and Human Rights needs to look again at how it views democracy, because I think it's still very much limited to just political rights. And I think it separates socioeconomic rights and puts them in the development section when it really should put them in the democratic rights section. And a second thing is also something I know that the EU is looking at, but I want to stress it, is that to minimize the bureaucracy. Because I think that, I know that it's very essential, but I think that there needs to be a more flexible approach to how, and here I'm talking, just to make clear, I'm talking about assistance to civil society, because this is what I can talk about confidently. Because after the revolutions, and the agents that were instrumental in the revolution are not institutionalized to this day. They're still fluid grassroots networks, and not all of them have registration. And I think the EU still likes to deal with more institutionalized, traditional structures. I know that's changing, but I would just like to stress that it's a good idea to think a little bit outside the box, be a bit more flexible in its approach. And what I'd also like to see is that when documents like this are produced, that it is not something that just comes from the EU, that it does reflect a kind of a dialogue with the new forces that are there. And they're there. Because it's not, I think, just enough to do a conference and to invite civil society organizations, and then the EU just does what it wants. I think it has to be a better dialogue between the sides. I don't know if Barbara has anything more to say. Go ahead. Also ich würde gerne nochmal über die Herausforderung reden, um die es für Europa aus meiner Sicht geht. Europa, das hat Ralf schon zu Beginn gesagt, einige Panelisten auch, hat in der Region durch die Tatsache, dass es über Jahrzehnte den Schulterschluss mit Diktatoren gemacht hat, an Ansehen und an Glaubwürdigkeit verloren. Und es und natürlich auch durch die geopolitischen Kräfteverhältnisse ebenfalls an Einfluss verloren. Und von daher muss es ja zum erstmal aus meiner Perspektive zumindest, das würde ich auch Europa der 27 versuchen zu raten, wenn ich Politikberaterin wäre, wie kriegt eigentlich Europa den Ansehens- und den Glaubwürdigkeitsverlust zurückgeholt? Und da haben wir heute jetzt viel darüber geredet, dass Europa glaubwürdiger sich im Nahostkonflikt zu Wort melden muss. Und wir haben auch darüber geredet und werden das ja hoffentlich auch morgen noch tun, dass Europa natürlich noch mehr tun kann, auch im Syrien-Konflikt, als nur die eigenen Sanktionen gegen Syrien, die sie ja mehr oder minder umgesetzt haben, vielleicht auch noch durch Sanktionen erweitern, wie man eben mit Rüstungsexporteuren aus Russland umgeht. Ich hoffe, wir können das morgen vertiefen. Ein wichtiges Handlungsfeld für mich, politische Glaubwürdigkeit zurückzubekommen für Europa, erstes Handlungsfeld ist, endlich aufzuhören mit einer, wie ich finde, zynischen und ziemlich brutalen Flüchtlingsgrenz- und Visapolitik. Das Thema haben wir hier eigentlich überhaupt noch nicht angesprochen. Es reicht nicht, wenn Frau Merkel in Lippenbekenntnissen sagt, wir tun was für syrische Flüchtlinge. De facto wir aber mit einer Politik zu tun haben, die keine Visa möglich macht für Flüchtlinge, politische Flüchtlinge, die es bitter nötig haben, hierher zu kommen. Und es geht insgesamt um ein Grenzregime, das wir betrachten müssen, auch
als Europäer mit Verantwortung, was lieber in Überwachung und Militarisierung steckt, als in humanitäre Hilfe den Flüchtlingen, die wir aus Nordafrika zum Beispiel bekommen. Wir stecken mehr als 2 Milliarden in Zukunft in Technologien, in Überwachungen, die aus meiner Sicht wirklich so nicht tolerabel sind. Und da bin ich dann auch bei dem, was derzeit ausgehandelt wird mit den nordafrikanischen Staaten vor allem. Es geht ja darum, wie antwortet Europa auf die Krise. Es ist von sogenannten Mobilitätspartnerschaften die Rede. Europa möchte vor allem den nordafrikanischen Staaten mehr Mobilität anbieten, weil natürlich, und das haben alle Gespräche, die ich in Tunesien geführt habe, gezeigt, dass sozioökonomische Entwicklung der Region und Ausbildungschancen für die Region auch damit zu tun hat, dass Menschen nach Europa können, um ihre Ausbildung fortzusetzen oder studieren zu können. Und diese Mobilitätspartnerschaften, die in nationalen Aktionsplänen bilateral verhandelt werden, gerade mit Tunesien, Marokko, Ägypten, diese Mobilitätspartnerschaften werden schlicht zur Makulatur, wenn man mit Visapflichten sie unterläuft. Und es ist so, ich komme gerade auch gestern und vorgestern war ich in Brüssel. Auch dort sagen mir die Leute, dass diese Mobilitätspartnerschaften Lippenbekenntnisse sind, das Papier nicht wert, weil in der Praxis die Innenminister der 27 Länder bestimmen, wer nach Europa darf und wer nicht. So, und ist das nicht auch, ist das nicht auch im Grunde genommen ein wunderbares Instrument, um Kontakte zu verschiedenen Gruppen herzustellen? Das sind ja alles immer Verbindungsmomente, ne? Ich meine, wenn solche Partnerschaften da sind, das können auch Entwicklungsmomente sein und so. Nun frage ich natürlich, habe ich schon gesehen, Herr Reinicke hat sich hier schon gemeldet und hat natürlich auch schon wunderbar Notizen gemacht. Und da wollten wir doch gerne doch mal wissen von Ihrer Sicht aus, ob das die Instrumente sind, auf die wir zurückgreifen können. Wir haben hier gerade die ganz großen geostrategischen Dinge aufgemacht. Aber kommt es am Ende darauf an, dass wir eine Versöhnung von Interessen und wertegeleiteter Politik betreiben, indem wir diese Dinge aufgreifen? Wenn Sie mir aber erlauben, Frau Tempel, ich würde gerne... Ich kann das gleich nachher machen, aber erlauben Sie mir bitte ein zweites wichtiges Handlungsfeld anzusprechen und ist das der europäischen Nachbarschaftspolitik. Wir reden hier darüber, wie reagiert Europa auf den arabischen Frühling und dann müssen wir hier über die europäische Nachbarschaftspolitik, über die Qualität der europäischen Nachbarschaftspolitik, wie sie umgesetzt wird, reden und da bin ich dann wieder bei den Themen, die Doreen angesprochen hat, aber gerne kann Herr... Ich hatte nicht vor, Sie zu unterbrechen. Ich dachte, das war der Punkt, den Sie machen wollten. Weil Fragen natürlich sind an Europa. Also ich würde gerne einfach noch mal das zweite große Handlungsfeld ansprechen. Europa hat auf den arabischen Frühling reagiert, indem es vor allem die europäische Nachbarschaftspolitik, das schließt 16 Länder ein, des Mittelmeers und aber auch Osteuropas und vor allem aber jetzt natürlich noch mal mehr die Südländer im Mittelmeer, also von Marokko bis Libanon um die Ecke sozusagen. Und es ist erstmal positiv, dass Europa seine Mittel für die europäische Nachbarschaftspolitik erhöht hat von 5,7 auf 6,9 Milliarden Euro. Das ist etwas, muss man einfach sagen. Und sie hat die Strategie umgeschrieben. Und da bin ich jetzt bei einem wichtigen Punkt. Die neue Nachbarschaftspolitik Europas, ich glaube, das hat Ralf auch schon erwähnt, hat eine neue politische Konditionalität. Und die heißt mehr für mehr. Es wird in Zukunft von Europa aus mehr Geld geben für diejenigen Länder, die demokratische Reformen umsetzen. Und da habe ich jetzt, klingt erstmal gut, da sage ich jetzt aber sofort Vorsicht. Wie will eigentlich Europa der 27, und da bin ich bei den Interessen, wie will eigentlich Europa der 27 zu einer gemeinsamen Einschätzung kommen, was denn jetzt das Mehr ist? Wie will Europa denn eigentlich Konditionalitäten überprüfen und monitoren mit ganz unterschiedlichen Regimen, mit ganz unterschiedlichen Demokratieprozessen, die da ablaufen? Und da läuft aus meiner Sicht die EU gleich in die nächste Glaubwürdigkeitsfalle,
weil sie wird nie garantieren können, dass bei den unterschiedlichen auch neokolonialen Interessen, vor allem auch der Franzosen und anderer, die Fortschritte da jeweils gemeinsam bewertet werden. Wer bewertet, was ist mehr? Und wer entscheidet dann bitte, mit wem man nicht mehr redet? Und die zweite Konditionalität, ich nehme jetzt einfach auch mal ein bisschen Platz hier, es macht aber nichts, also ich werde da schon zum Ende kommen. Das wäre schön. Dazwischen. Nein, das zweite Punkt ist, und da bin ich dann auch bei der Frage zum politischen Islam. Was macht die EU mit Regierungen, denen sie dieses Geld gibt und gleichzeitig feststellt, es sind Regierungen, die vielleicht weiterhin gegen Menschenrechte oder Grundrechte verstoßen? Nimmt sie ihnen das Geld dann wieder weg? Was macht sie denn eigentlich in so einer Situation? Also das sind einfach die Fragen, die ich habe an diese neue politische Frau Unmüßig, Sie gucken mich an, Sie müssten Ihren Nachbarn zu Rechten angucken. Und ich stelle jetzt gleich, deswegen wollte ich Sie ja auffordern, stellen Sie doch die Frage an denjenigen, der Sie vielleicht am meisten beantworten können. Ja, hat sie ja gehört. Wie viel Zeit habe ich denn für die Antwort? Wenige Minuten. Nur ganz wenige Minuten, wir wollen ja noch ein paar Fragen. Wir wollen einigermaßen pünktlich auch für ein paar Fragen aus dem Publikum. Erster Punkt, einem stand, dass ich Ihnen da widerspreche, Frau Unmüßig. Also der Ansehensverlust der EU, da wäre ich ein bisschen, der Europäer wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also das ist auch ein Argument, was manchmal ganz gerne in Verhandlungen genommen wird. Nicht? Man versucht ja immer den Verhandlungen, den Gesprächspartnern etwas in die Defensive zu drängen. Und ich habe das immer wieder erlebt. Ich glaube, das sollte man in einer gewissen Gelassenheit sehen. Ich glaube auch nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, die Europäer sind im Vergleich zu den Amerikanern sicherlich in einer besseren Situation. Das nicht heißt, dass wir nicht Fehler gemacht haben. Auch gar kein Zweifel dabei. Ja? In dem Zusammenhang möchte ich auch mit einem Argument, was jetzt noch nicht gekommen ist, aber was vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen auf der Zunge liegt, fragen. Diese Europäer, ihr habt euch ja immer mit den falschen Leuten eingelassen. Jetzt zahlt ihr den Preis dafür. Also immer mit diesen bösen Diktatoren. Ist natürlich ein richtiges Argument, aber ich muss einfach auch mal realistisch sein. Wir als Staatsverantwortliche, ob es EU oder Nationalstaatsverantwortliche sind, müssen eben mit den Leuten Verbindungen haben, die nun mal an der Spitze des Staates stehen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt gewisse Grenzen, wo man sagt, nee, mit denen nun also wirklich nicht mehr. Aber im Grunde genommen, ob uns das nun gefällt oder nicht, müssen wir diesen Kontakt mit denen haben. Und das haben wir auch untereinander. Und dritter Punkt, wir wissen ja auch gar nicht, ob die, mit denen wir jetzt sie uns so kritisieren, mit denen wir zu tun haben, ob wir die in 10 Jahren auch noch so gut finden. Vielleicht sagen wir in 10 Jahren uns andere, wieso habt ihr denn damals mit denen Kontakt haben können? Das geht doch wirklich nicht, das hättet ihr doch alles sehen müssen. Also ich glaube, man muss da einfach realistisch sein. Zweitens, die EU-Nachbarschaftspolitik und den ganzen Prozess, den Sie genannt haben. Gerade auch Thema Bürokratie. Also ich bin ja jetzt auch seit einigen Monaten in Brüssel und ich könnte Ihnen Lieder davon singen, aber ich will das jetzt auch nicht negativ sagen. Wenn man eine Politik machen will, dann muss man irgendwelche Konzepte, Leitlinien machen. Man macht es eben nicht nach Einzelpunkten. Und es ist auch eine Frage der Kontrolle, auch eine Kontrolle des Parlaments, ob es nun Frau Müller im Bundestag ist oder ob es ihre Kolleginnen im Europaparlament sind. Man will wissen, was ist das Konzept, wofür wird unser Geld ausgegeben? Das ist auch das Budgetrecht des Haushaltes. Macht man entsprechende Leitlinien. Das ist manchmal kompliziert. Manchmal schlecht, manchmal wird es falsch umgesetzt, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, wir haben einfach bestimmte Linien. Und wenn wir merken, dass sie eben sich nicht als realistisch herausstellen, dann müssen wir sie auch durchaus ändern. Das gehört eben auch ganz einfach dazu. Aber natürlich fragt man auch, sind die Gelder richtig ausgegeben? Muss man Nachweise haben? Sind es entsprechend unseren Konzepten? Ich glaube, das müssen wir einfach zugestehen. Wo Fehler gemacht werden in der Bürokratie, bin ich der Erste, der nicht sagt, die müssen geändert werden. Aber ich glaube, das gehört einfach nur mal dazu. Deswegen warne ich ein bisschen vor dieser Schelte. Die haben natürlich völlig richtige Frage aufgestellt. Mehr für mehr oder auf Neudeutsch heißt das dann more for more. Die Frage habe ich auch gestellt, als ich dran kam. Was geht denn das eigentlich? Die haben die Fragen aufgestellt und man kann sie nur ganz schwer beantworten. Ich glaube, es ist auch ein Teil tatsächlich unserer Interessendefinition, die wir brauchen. Und die Frage auch, nehmen wir Leuten wieder Geld weg? Naja, man kann sagen, warum eigentlich nicht? Aber sie glauben gar nicht, was dann für Proteste kommen. Also wir nehmen den Geld weg und dann sagt jeder, aber wir haben doch dieses prima Projekt gehabt. Und da wird es eine Frage der Ehre oder der Glaubwürdigkeit oder im nächsten Jahr schaffen wir das. Also die Fragestelle sind einfach schwierig. Dennoch glaube ich, dass man diese Linie behalten muss und sagen muss, wir wollen bestimmte Dinge mit unseren Zielen erreichen. Und zum Schluss die Nachbarschaftspolitik als solche. Auch die Reaktion der Europäischen Union war vielleicht langsam.
aber ich glaube immer noch schneller als sehr viele andere. Wir haben eine Politik gemacht, wir haben auch einen EU-Sonderbeauftragten für die südliche Partnerschaft, das ist Bernardino León, ein spanischer Diplomat, der neben mir in meinem Büro sitzt, deswegen reden wir auch mal so viel darüber. Wir versuchen eben, die verschiedenen Politikstrukturen umzusetzen mit verschiedenen Konzepten. Jetzt gerade haben wir nächste Woche die sogenannte Task Force, das ist das Instrument, was da geschaffen worden ist, mit Ägypten. Die Größenordnung sind 2,5 Milliarden Euro, weil wir Ägypten helfen wollen. Aber es ist natürlich kein Free Money. Wir haben damit Strings attached zu diesem Geld. Und das ist, glaube ich, auch legitim. Ich glaube, es ist auch legitim. Wir wollen kein Geld schenken, sondern wir haben gewisse Erwartungshaltungen, wollen aber natürlich auch mit den anderen Partnern darüber reden. Wir wollen nicht sagen, das und das müsst ihr machen, sondern diskutiert miteinander. Das ist ein langer Prozess. Sie mit Ihren Büros, die Sie haben und eröffnen, sind Teil dieses Prozesses letztendlich. Und wir werden dabei Fehler machen, das ist ganz klar. Wir werden auch zuhören müssen, vielleicht auch mehr zuhören müssen. Aber ich glaube, gerade die Europäische Union und die Bundesregierung, darf ich hierbei auch mal anmerken, hat sehr aufmerksam versucht zu hören, zuzuhören und nicht Bedingungen zu stellen, sondern hören, was wollt ihr, in welche Richtung wollt ihr gehen und zunächst erstmal auf die anderen einzugehen. Ich glaube auch, dass das der richtige Schritt ist. Frau Müller, Sie wollten eben noch mal kurz darauf antworten und dann haben Sie noch mal Gelegenheit für Fragen. Die Fragenrunde wird nachher nicht ganz so groß sein, wie wir es uns erhofft haben, aber trotzdem. Also erstens, leider haben Sie, Herr Reinicke, jetzt nicht zu den Mobilitätspartnerschaften gesagt, weil ich bin selbst in all diesen Ländern der MENA-Region jetzt mehrfach gewesen und in meiner Wahrnehmung, erstens, natürlich hat die EU ein Glaubwürdigkeitsproblem, ob Sie nun in Ägypten sind oder in Tunesien sind. Wenn Sie ankommen und sagen, so Leute, jetzt machen wir mal hier richtig Demokratie und Rechtsstaat und wir helfen euch dabei, dann sagen Sie, wie ihr redet jetzt von, also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber natürlich der ein oder andere Partner, vor allem auch islamische Organisationen, die jetzt da voll im Aufbauprozess sind und so, die sagen, ihr wollt uns jetzt erklären und vorher habt ihr mit den Mubaraks und Ben Alis sozusagen bis zum Schluss kollaboriert. Das ist natürlich so. Ich meine, man muss nochmal erinnern, ne, Frankreich bis zum Schluss, da war in Tunesien sozusagen die Revolution quasi schon passiert. Da hat die Verteidigungsministerin Ben Ali nochmal ein kleines Angebot gemacht. Ja, also das wissen die Leute. Ja. Oder kann man eben, da muss man erstmal ein bisschen bescheidener auftreten und dass die Europäische Union da auch mal Bilanz und ein bisschen kritischer sowas reflektiert und dann überlegt, wie kommt man da raus, finde ich schon wichtig. Und diese Mobilitätspartnerschaften, ich sag Ihnen, zum Beispiel das kleine Tunesien, das mit enorm vielen auch Flüchtlingen sozusagen zu kämpfen hatte und hat und mit einer hohen Arbeitslosigkeit, aber meines Erachtens mit die größten Entwicklungschancen in der Region hat. Das war eines der ersten Dinge, das in jedem Regierungsgespräch oder auch Gespräch mit Zivilgesellschaft aufgetaucht ist. Wieso bekommen unsere gut ausgebildeten, sind ja ausgebildet, haben eine hohe Qualifizierung sozusagen unter den Arbeitslosen, ja, also arbeitslosen Jugendlichen. Warum bekommen die nicht die Chance, im Zuge von Mobilitätspartnerschaften in Europa sozusagen zu arbeiten? War ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb, glaube ich, muss die EU, die ist hier echt, das wäre etwas, wo man Glaubwürdigkeit zurückbekommen kann. So. Und zweitens, dieses More for More, da habe ich, also Barbara hat es ja auch nicht im Grundsatz kritisiert, da bin ich allerdings der Meinung, dass es im Grundsatz richtig ist. Weil das ist natürlich auch eine Lehre aus der Kollaboration mit den Mubaraks und Ben Alis dieser Welt, dass sozusagen im Barcelona-Prozess es zwar den Korb Demokratie und Rechtsstaat und Menschenrechte gab, aber auf dem Auge war man blind. Weil Antiterrorkampf und, man muss auch immer wieder sagen, natürlich die Zusicherung Ägyptens zum Beispiel im Hinblick auf Israel, weil das wichtiger war und Priorität hatte. Und deshalb ist es wichtig, dass man sowas jetzt grundsätzlich drin hat und dass man sagt, wenn man sieht, das entwickelt sich in eine falsche Richtung. Und das auch, finde ich, im Dialog mit islamischen Gruppierungen, ja, finde ich eine wichtige Sache. Natürlich, wir sind im Dialog, wir unterstützen das. Die Wahlen in Ägypten sind so, wie sie gelaufen sind. Und das sind jetzt die Dialogpartner. Aber man redet mit denen natürlich schon auch über Demokratieentwicklung. Wenn die Verfassung über eine Verankerung der Scharia redet, dann möchte ich darüber auch sprechen können und erwarte das auch von meinen europäischen Vertretern. Ja, also deshalb dieses More for More finde ich im Grundsatz richtig, obwohl natürlich stimmt, man muss dann auch einen glaubwürdigen, sagen, Mechanismus haben, genau, das zu überprüfen. Aber im Grundsatz ist das natürlich auch eine Lehre daraus. Doreen, very quickly on this one, because you wanted to answer this. Sie wollten gerne noch darauf antworten. No, I just wanted to talk just quickly about the issue of conditionality. It's just that there has to be a review on the ground when funding is given to a country.
I mean, usually a lot goes to state institutions to bolster them, and a lot goes to civil society. I think you have to relook about how this division is made, because I know, like from my work in Tunisia, many people, it's not that they don't like the EU, but they were just disappointed with the amount that a lot of funding went to state institutions, which were not credible in their eyes. It's just that this balance has to, we cannot say that people hate the EU, because people still, many, even new civil society groups still go to the EU for support. It's just that you have to listen a bit more and really think, even, okay, now we have democratically elected governments, but it doesn't mean that we automatically assume that they're going to be better or act better in the next couple of years than the old regimes. Yeah. Sie sehen, wie das die nächsten Tage beschäftigen wird. Ich werde jetzt noch ein paar Fragen hier aufnehmen. Wir haben hier eine Dame in Grau in der 1, 2, 3, 4, 5. Reihe, ganz genau. Grauen Pullover. Ich kann es von hier oben nicht so ganz genau sehen. Wollen Sie erst? Vielleicht so. Sammeln wir auch ein paar. Ganz kurz und präzise. Ich wollte nur ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass aus meiner Sicht die Debatte, die Soli Özel heute auch angestoßen hat, dass die Türkei, oder das haben ja mehrere Redner gesagt, die Türkei ist einer der zentralen Akteure offensichtlich in der zukünftigen Gestaltung dieser Region. Und gerade da vermissen wir eine doch bessere oder konkretere EU-Außenpolitik oder EU-Politik bezüglich der Türkei, die weggeht von dem Modell Türkei, die eine aktivere Türkei-Politik übrigens auch von der Bundesregierung zu einem kritischen Dialog Haben Sie eine übergeht. Frage an einen der Panelisten, ja, die und, hier waren oder hier inwiefern sind? Ein integrativer Ansatz gewählt wird, der jetzt nicht Nachbarschaftspolitik auf der einen Seite betreibt und EU-Beitrittsprozess getrennt betrachtet, sondern ob es da ein koordiniertes Vorgehen gibt, genau. Und auch natürlich Richtung Wir sammeln jetzt mal. Hier war zwei Reihen weiter vorne. Schauen Sie hier, der Herr, genau, nimmt die nächste Frage und dann gehen wir zu Ihnen. Thank you very much. My question is Mr. Renkel. My question is that there are two major source of mistrust between EU and the Arab world. One is the Arab-Palestine conflict, and the second is the state's your engagement with the civil society. And your engagement with the civil society has been largely, as one of the panelists also pointed out, that with the state-sponsored civil society, or the which is dependent or which are clients of states. And EU did not engage with the organization which were considered as Islamic or religious. So how you are going to remove or address this mistrust, both two and especially the second one? Thank you. Vielen Dank. Wir nehmen noch eine dritte Frage mal hier drüben. Vorne gleich hier die Dame. Genau. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Und zwar, Sie haben vorhin gesagt, wieso, wir verstehen nicht, wenn also Unruhe gibt in den solchen also Nahostgebiet und solche Regionen, dann ruft man nach Europa, dass Europa sich einmischen soll und wir wollen uns nicht einmischen. Meinen Sie nicht, dass Europa überhaupt mit einer Einmischung angefangen hat, bevor in Nahost Unruhe gegeben hat? Ich meine hinsichtlich Waffenlieferung. Denken Sie an Iran und Irak. Als Deutschland also chemische Gase an Saddam Hussein geliefert hat und an Iran Masken. Abgesehen von der Rest der Waffenlieferungen. Danke. Dank. So, jetzt sehen wir erstmal die drei und alle gingen an Sie, Herr Reinicke. Sie haben jetzt ordentlich zu tun. Das eine ist, wie sähe denn unsere Türkei-Politik aus? Finden wir da ein Modell zwischen Nachbarschaftspolitik und EU-Integration? Das zweite betrifft nochmal die Kontakte zu Gruppierungen, zu denen wir normalerweise den Kontakt gemieden haben und wie wir das ändern sollten. Und das dritte betrifft die Einmischungen, die die Europäer oder in diesem Fall Gesamtwesten ohnehin begangen sind. Vielleicht ein kurzes Statement dazu. Also zur ersten Frage, ich bitte um Nachsicht, aber ich stehe jetzt zwar für die EU, aber ich bitte um Nachsicht, will ich nicht alle Fragen beantworten, das kann ich ganz einfach nicht. Also da müssen Sie vielleicht jemanden fragen, der da etwas sich mehr auskennt. Ich habe den Kontext genannt. Zur Frage der
Civil Society, das haben Sie ja auch gesagt, und der Nichtregierungsorganisationen, die wir früher, wir haben sie manchmal gesagt, die Royals. Sie haben völlig recht. Ich glaube, wir müssen viel mehr auf die Zivilgesellschaft zugehen. Das wird auch ein Prozess sein. Ich glaube, es ist auch ein Bestreben, das zu tun. Da muss man manchmal auch die richtigen Partner finden. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Auch die Partner, die bereit sind, in der Lage sind, die strengen bürokratischen Vorschriften in Bezug auf die Mittelvergabe zu haben. Das ist ein banales Thema, aber es ist eben doch nicht so banal. Früher war es sehr schwierig, mit den anderen Nichtregierungsorganisationen in Ländern an der arabischen Welt zusammen zu sein. Also Ägypten ist ein typisches Beispiel dafür. Wie wir wissen, gab es einen starken Geheimdienst. Viele Regierungen haben versucht, in diese Richtung zu gehen. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Geheimdienste haben da sehr schnell rausgekommen und haben sehr schnell reagiert. Und wie schwierig das ist, auch noch heute, sehen wir ja am Beispiel der Konrad-Adenauer-Stiftung, Herr Füchs hat es vorhin angesprochen, und den amerikanischen Institutionen. Die deutschen und anderen europäischen Institutionen sind letztendlich Gast in dem Land. Wir müssen uns an die Gesetze des Landes halten, ob wir die nur für gut halten oder für nicht gut halten, aber so ist es nun mal. Das heißt also, ob wir das nun immer richtig finden oder nicht richtig finden, ist eine zweite Frage. Wir müssen halt im Rahmen der Dinge agieren, die da sind. Und wir haben manche Kontakte nicht machen können, obwohl wir sie gerne gemacht hätten, weil wir das eben nicht konnten. Das ist eine unbefriedigende Antwort, aber ich fürchte, das ist manchmal die traurige Realität. Und die Einmischung vorher, ja, Sie haben recht, natürlich. Natürlich gab es immer wieder Einmischungen. Sie können noch 100 Jahre zurückgehen und, wie wir vorhin gesagt haben, sagen, es gab immer wieder diese Arten. Aber ich weiß nicht, ob es immer glücklich war. Und Sie sehen natürlich, dass wir zunehmend eine Tendenz haben, uns eher rauszuhalten. Ich halte das, glaube ich, auch im Grunde nach für richtig. Wir halten uns ja nicht wirklich raus, denn allein die südliche Partnerschaft ist ja ein Teil des Engagements, aber sicherlich kein militärischer Teil. Also ich glaube, dass ein grundsätzlich gerade eine militärische Zurückhaltung außerordentlich richtig ist für die Europäer. Und in den anderen Bereichen tun wir es halt in dem Rahmen, den wir machen. Wie gesagt, wir machen Fehler, wir werden Fehler machen, aber ich glaube, wir machen weniger Fehler als andere. Lassen Sie mich mal so formulieren. Selbstbewusst formuliert. So, wir nehmen nochmal eine Runde von drei Fragen. Der Herr da hinten im blauen Hemd, beziehungsweise in der Mitte. Okay. Hallo. Okay, my name is Phil Hill. I live here in Berlin and I'm in with the Green Party in a small group that has been working on New East Policy. I have a question for General Rothschild. Two questions, in fact, after his recent statement. The last statement he made. The first statement is, I'm happy that we have somebody here who was involved in these negotiations and who also says that both sides have to show leadership and move in order to get a two-state solution. And if that's true, then maybe you could tell us, since you even know all of the details of what went on in the last 20 years, what does Israel have to do in order to arrive at a two-state solution? What move does Israel have to make? Maybe you don't know what the Arabs have to do, but of course you know what Israel has to do, because you know what Israel's position is. Vielen Dank. And the second brief question... Very quickly, please. Weil es gibt ja noch andere Fragen. Ganz kurz. We now know from you what the problem is with the Iranian bomb, namely that we don't know the conditions or the decision-making processes that would be... would cause that bomb to be used. So since Israel is completely different from Iran, of course, maybe you can tell us what the conditions and the decision-making processes are that would cause the Israeli bomb to be used. So, wir nehmen zwei Fragen noch mit dazu. Daniel Rothschild, wollen Sie in der Zwischenzeit schon mal auf die Bühne kommen? Hier hinten eine Dame. Wo ist denn das Mikro? Wer hat denn das Bild? Genau. Genau, steht schon. Steht schon da. Eine Frage auch an Herrn Reinicke, tut mir leid, Sie zu strapazieren, aber wie weit sind die Überlegungen innerhalb der Europäischen Union als Friedensnobelpreisträger 20 Jahre nach Oslo, dem Prinzipienabkommen, eine Fortführungskonferenz zu initiieren, vorzubereiten, auszurichten, Israel und Palästina in eine offene Konferenz einzuladen und diesem Konflikt einen neuen Impuls zu geben? Und wann hören wir das Datum? Dankeschön. Und hier haben wir noch eine letzte Frage. Genau da der junge Mann. Und die nehmen wir als letzte Frage noch mit rein für heute Abend. Und dann müssen wir leider auch mal Schluss machen.
Johannes Rothe. Meine Frage geht an Doreen Khoury. Und zwar, teilweise ist jetzt vorgekommen, dass Hilfe für zivilgesellschaftliche Akteure von Seiten der EU oder auch von einzelnen europäischen Staaten in innergesellschaftlichen Machtkämpfen als Instrument gegen diese zivilgesellschaftliche Akteure benutzt wird. Also ich denke jetzt insbesondere an die Auseinandersetzungen bezüglich des Verfahrens gegen NGOs in Ägypten. Also deswegen, wie ist das zu vermeiden, dass das dann für diese Akteure innergesellschaftlich zum Problem wird? Und damit verbunden auch nochmal, wie können wiederum zivilgesellschaftliche Akteure in der arabischen Welt dafür sorgen, dass sie nicht einfach zu reinen Instrumenten der europäischen Außenpolitik werden? Vielen Dank. So, Dani Rothschild, wollen wir doch mal den zwei, mit Ihnen den Anfang machen. Die erste Frage war, was soll Israel und will Israel beitragen? Und das zweite ist, wo liegt der Unterschied zwischen dem Entscheidungsgeflecht im Iran und in Israel? Well, for the first question, the too cynical question, but I'll try to be not cynical. Israel knows exactly what it should do in agreement with the Palestinians. There are four main issues which are on the table, which are major issues. The issue of borders. Israel knows exactly where are going to be the future borders that Israel wants. Most of the work which was already done between Israel and the Palestinians, and I'm telling you with my experience, to the degree of a thin pencil, where the border will be, and it was agreed upon by the Palestinians. Second, the security issue, what are going to be the security relations between Israel and the Palestinians. The third one is the refugee issue, and the fourth one is the Jerusalem issue. On all of this issue, there are two, three, or four options which were agreed upon, which they are optional, and they are very much dependent one on the other. So it's up to the leaders to decide which option to take and to implement it. That Israel understand it, that's what Israel should do, and I hope that in the near future we'll be able to do it. I don't promise anything. As far as the difference between Iran decision-making and Israel decision-making, Israel is a democracy if you want and if you don't want. And the last week debate, which was exposed between the chief of staff and the head of the Mossad and the prime minister, is the best example of it. A democracy which has checks and balances in every decision which is taken, certainly a decision which deals with Iran, but on other decisions also, there is an opposition in Israel, there is a government which cannot do everything which it wants, and if you like it, you want me to give you a date and an hour? I'll do it later privately, okay, if you don't mind. So Israel is a democracy, and democracy is not only dealing with the equation that President Bush issued, that election equals democracy. And unfortunately, some of the naive perception of the European, some of the European countries, vis-à-vis the Arab world, is also election equals democracy. Election are the top of the iceberg of democracy. And that's the difference. And that's why, if you'll ask me what Europe should really concentrate on, is on two major issues. One is how to build real democracies with civil rights, with free press, with freedom of movement, with freedom of speech. Those are things which lack. And it's not something which you build overnight. It's an educational issue. It's something which you are born into it. And I don't have to tell you here in Germany or in the United States what is democracy. You know it much better than we do it. And the second thing, if it would have been up to me, is economical assistance. Because if the first thing I said was that the whole reason for bringing people to the streets was a socio-economical situation, then there is a huge urgent need for economic support. And I'm sure that Europe has its problem, and I'm not sure that Europe will be able to provide the needed support, certainly not in the next 2-3 years. And that's unfortunately. Yeah. So,
Die nächste Frage war nochmal, was ist sozusagen, wie hat man immer gesagt, was ist in der Pipeline, was die Europäische Union in Richtung größere Friedensprozess, vielleicht so ähnlich wie Madrid, nochmal vorbereiten würde? Erst noch zwei kurze Bemerkungen zu Herrn Rothschild. Ich glaube, Europa ist nicht naiv in Bezug auf die arabische Welt. Ich glaube, wir wissen ziemlich genau, was dort passiert. Zweite Bemerkung. Es ist wichtig, dass wir für Demokratie sorgen. Wir wollen das auch in den palästinensischen Gebieten sorgen. Und ich glaube, wir müssen das zusammen mit Israel tun. Und die dritte, wo Sie jetzt eine Antwort haben wollen mit Datum und Konzepten. Ich kann Ihre Frage sehr gut verstehen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich sie nicht beantworten werde. Womit wir bei der dritten Frage wären, nämlich nach der Zivilgesellschaft. Doreen, Sie würden gerne diese Frage aufnehmen und Barbara Unmüß, ich würde dann gerne abschließend auch noch mal was dazu sagen. I'll be very quick. I think you, Jane, there's two, you put two sides, you put forward two sides of the coin, is that when foreign funding or like EU funding is used against civil society groups. The thing is, I think that the foreign funding is really secondary. If those groups had not been funded by European money or German money from the German Stiftungs, they would have found some other reason to. They could have said, "You did an illegal rally. You violated some law in the civil organization's law, whatever." I mean, it's not the issue. It's just that EU funding is something very convenient, something that Arab governments for years are. If they don't know what to accuse a civil society organization of, they will say you are working for some foreign agenda. I worked for a civil society organization for years where we had no funding, but the Minister of Interior every year called us Israeli agents or Israeli spies. So it's not a thing. And the other question is, to what extent, I mean, can civil society organizations become foreign tools of foreign policy, is that it really depends on the civil society organization itself. I'm talking about personal experience. You have to make sure that you set the agenda. Yes, you can have no problem in taking money from the European Union, but also be careful that you retain your independence. It's nothing to do with, for me, whether a funder imposes on you. You have to keep your own independence. Vielen Dank. Frau Müller, Sie wollten noch ganz kurz was dazu sagen dazwischen. Na, weil Herr Reinicke die Frage nicht beantwortet hat mit dem Vorschlag der Konferenz. Ich hatte den Eindruck, Sie wollen nicht oder dürfen darüber nicht reden. Ich will persönlich nur, es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, aber als jemand, der seit sehr, sehr vielen Jahren da jetzt auch wie andere hier mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun hat, ich persönlich halte nicht viel von Konferenzen, großen Konferenzen à la Madrid, wenn vorher nicht klar wäre, dass tatsächlich Anerkennung eines palästinensischen Staates und eine ganz klaren Roadmap da was bei herauskommt. Weil das wäre nur Frustration für die palästinensische Seite und das könnte alles Mögliche zur Folge haben, auch an Eskalation. Ich bin eher der Meinung, dass man an verschiedenen Stellen, Elementen dessen, was wir ja wissen, was passieren muss, weiterarbeitet. Zum Beispiel diese Frage der Sicherheitsgarantien, was ja hier auch von der Böll-Stiftung als Vorschlag gekommen ist. Ja, das ist ein Baustein. Es gibt jetzt einen Vorschlag, dass der US-Präsident sowas doch aufgreifen sollte. Eine Roadmap und sozusagen ein Angebot machen sollte, internationale Überwachung, Sicherheitsgarantien an Israel, weil für Israel ist Sicherheit wichtig, für die Palästinenser die Frage der Siedlungen. Aber es gab so viel, ich bin jetzt mal wirklich provokativ, es gab in keinem politischen Konflikt so viel Konferenzzirkus wie in der israelisch-palästinensischen Frage. Und ich glaube einfach, wenn man da vorher nicht weiß, dass am Ende tatsächlich für die Betroffenen was bei rauskommt, dann sollte man es lieber nicht machen, sondern an den Teilen arbeiten, wo man wirklich vielleicht vorankommt. Danke. Frau Unmüßig, noch ein Wort zu den Zivilgesellschaften. Ja, ich würde gerne einmal nochmal zwei Aspekte anmerken zu der Frage, die Sie gestellt haben. Also das Erste ist ja, dass vor allem in Ägypten, aber auch in anderen Ländern die NGO-Gesetzgebung verhandelt werden muss. In Ägypten liegt sie auf Eis, weil erst wieder das Parlament gewählt werden muss.
Und was natürlich unser aller Ziel ist, auch mit unseren Partnerinnen und Partnern in Ägypten, das ist, dass diese NGO-Gesetzgebung eben nicht nur für externe Akteure zugeschnitten ist, sondern natürlich vor allem garantiert, dass innerägyptisch die Ausdrucksmöglichkeit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Kritik möglich gemacht wird. Und da wird es noch sehr viel Ringen geben müssen um dieses NGO-Gesetz. Welche Kräfteverhältnisse werden sich da durchsetzen? Auch natürlich zwischen den moderaten und weniger moderaten Parteien in Ägypten oder auch zwischen den moderaten und weniger moderaten Flügeln der Islamisten. Das Zweite, nochmal zur EU. Also nächste Woche, Herr Reinicke, wir haben es ja gesagt, ist das große Treffen zwischen Ägypten und der EU, wo es auch um den nächsten Action Plan gehen soll. Und da weiß ich schon, dass es die Europäer sind, die dafür sorgen möchten, dass es eben auch ein Roundtable für Zivilgesellschaft gibt. Das sind eher die Ägypter, die das nicht wollen. Ja, das muss man auch immer mit im Kopf haben. Und dann bin ich aber drittens, das wäre, das können wir ja dann auch morgen Vormittag nochmal diskutieren, dass ich eben schon eine Aufgabe der EU sehe, ihre Möglichkeiten zu nutzen, das zu tun, was Doreen einfordert, nämlich bevor Strategien für Demokratieförderung, ja, erarbeitet werden, auch die NGOs aus der Region vielleicht mal einzuladen, ja, und eben auch zu Konsultativprozessen, bevor neue Strategien formuliert werden, an den Tisch zu holen. Das ist das eine. Und das andere, mit Verlaub, die EU hat eine unglaubliche Vielzahl von Finanzinstrumenten. Ja, das eine ist die NGO-Facility, dann gibt es noch das Instrument for Human Rights and Democracy. Wir kriegen demnächst und in Zukunft auf Interesse der polnischen Präsidentschaft und der schwedischen Präsidentschaft a European Endowment for Democracy. Also die EU liefert eine Fazilität, Finanzierungsfazilität nach der anderen, und sie hat ein Kohärenz- und Abstimmungsproblem zwischen diesen Instrumenten. Da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Und das wäre für mich auch noch das dritte Handlungsfeld. Die EU muss, wenn sie schon politische Demokratieförderung machen möchte, und das tut sie mehr denn je, das ist eine gute Entwicklung, dann muss die EU aber auch die Hausaufgabe machen, ihre eigenen Instrumente in eine Gesamtstrategie einzubetten und vor allem nicht eins tun, nämlich die Fragmentierung weiter betreiben. Und vor allem, und das ist anstrengend für die Partner im Süden, mit welchen Instrumenten haben sie es denn jetzt gerade wieder zu tun? Mit welcher Bürokratie haben sie es denn gerade wieder zu tun? Das macht auch Gruppen kaputt, unter anderem, wenn sie mit all diesen Instrumenten umgehen müssen. Also von daher hat die EU hier auch eine Aufgabe, für Abstimmung und Kohärenz zu sorgen. So, also wenn das kein Food for Thought ist für die nächsten Tage des Nachdenkens und die nächsten Panels, dann weiß ich nicht. Ich danke allen Ihnen, die hier waren und so aufmerksam dabei geblieben sind. Ich danke all unseren Panelisten. Gar nicht zuletzt danke ich unseren Dolmetscher, die, da bin ich mir sicher, eine fantastische Arbeit hier geleistet haben, über 3 Stunden hinweg. Und vor allem danke ich Ihnen nochmal und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Nutzen Sie die ein oder andere Frage noch, um sie zu stellen, jetzt während eines, wenn Sie ein Glas Wein trinken können, draußen im Foyer. Vielen Dank.